Metall. Ja, meine Fresse, wo fangen wir heute wieder an? Also ich hoffe, es geht euch erstmal gut, ja. Das ist natürlich das Wichtigste. Drägerpark auf jeden Fall zu empfehlen. Schmeißt ein Abo raus beim Tina tanken, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, mit dem zweiten Account hier noch ein Like rausgeschmeißt. Ja. Oh, ihr hattet keinen Ton. Ah ja, okay, ja, okay, ich verstehe, woran es liegt. Ihr habt es nicht gehört, lol. Okay, warte, das liegt. Okay, das ist immer die Problematik, wenn man OBS startet, bevor man sozusagen von Lautsprecher auf Kopfhörer umschaltet. Okay, das ist die Problematik. Ja, gut, das tut mir leid. Ich hoffe, also dann hört ihr das ja wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Ja, ihr hört es nicht, ne? Genau, okay. Dankeschön, Dankeschön. Ganz kurz mal, hört ihr was oder hört ihr es nicht? Okay, man hört gar nichts. Okay, ja, dann gebt mir eine Sekunde. Ja, dann liegt es an. Das ist halt das Problem, dass hier OBS das nicht nachträglich peilt, wenn man sozusagen den Lautsprecher umschaltet. Ich ändere das mal eben, beziehungsweise wartet mal. Vielleicht kann man das auch so umstellen. Ja. Ich versuche das mal eben. Hört man jetzt was? Hört man nicht, ne? Nee, okay, gut. Ich starte neu bis gleich. Eine Sekunde. So. Jetzt müsste das hinhauen. Ja, das ist die Problematik. Also, sorry. Wie gesagt. Kopfhörer gerade jetzt erstmal wieder umgeschaltet und da war OBS leider schon offen. Beim letzten Mal habe ich noch dran gedacht, diesmal halt nicht. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Ja, jetzt ist gut. So, ja, moin. Ich würde sagen, also, es ist halt schwierig, Alter. Wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Theoretisch müssten wir, also es gab ein paar Sachen auf dem Hauptkanal natürlich und er hat wieder gestreamt, zuletzt heute, was man sich mal wieder nicht ausdenken kann. Jetzt wäre natürlich die Frage, was ihr als erstes sehen wollt. Streams oder Hauptkanal-Stuff? Machen wir vielleicht mal die Streams, oder? Er ist gerade mal wieder live. Ja, wenn er gerade live ist, Mensch, dann müssen wir ja fast mal reingucken, was der Oger so treibt. Ich liege auch schon im Bett mit meiner Dann Kuscheldecke. wissen wir es schon. Nackig. Naja, fast nackig. Ich habe noch einen Shirt an. Hier für deine Gasfaser. Oh, danke schön. Die ist natürlich kostspielig as fuck. Ja, warte mal, wer restreamt ihn denn? Kuro wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal rein. Ah ja, so. Das ist utopisch. Jetzt streamt man sozusagen ihn oder Kuro, während man ihn streamt. Das ist einfach nur geisteskrank. Wir gucken mal kurz rein, oder? Krass. Ich ficke dich, wenn der Sound immer noch nicht geht. Er geht doch. Hashtag Liebe. You're streaming Kare Stream? Was? Ned Flanders, danke dir. Ja, dann Grüße an Kare. Ganz viel Liebe dafür. Der ist hinter mir. Junge, das ist einfach nur Habe ich behindert. nichts dagegen. Alter, was machen wir denn hier gerade? Ich pausiere das mal gerade. Bitte gebt euch das mal. Ihr sitzt da zu Hause am Computer oder am Handy, ja, und guckt irgendeinem Spaß zu. Also in dem Fall mir, der jemand anderen restreamt.
Also, der wiederum irgendeinen Spaß restreamt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ja. Und der Dicke sitzt da und merkt davon nichts. Also, ja, wir gucken einfach mal kurz ein bisschen rein. So. Alter, das. Ich sag euch mal was. Das Schöne ist doch an der ganzen Sache. Hat der gerade das wirklich? Ich Le muss mir das jetzt anschauen. Kare, hast du wirklich meinen Stream bei dir laufen? Ja. Echt jetzt? Das gibt's ja nicht. ich sag euch mal was, das ist schön. Ja! Das ist voll krass. Das ist voll krass, das Game. Ja, geil, you Ja gut, cannot manche Gegner sind stream echt ultra your schwer. stream in my Ja, stream. das Yes, I oh, can! Oh Gott. Ach, ist Oh, das vielleicht sind schön. auch manche Gegner einfach mal zu stark. Cosmo könnte Ich jetzt uns beide restreamen, das wäre noch weiß nicht, wie besser. das Balancing für ein Balancing. V-Punkt-Ideo-Spiel. Hoffentlich trifft ihm die nächste Mineral. Das ja, klar, das sollte ich eigentlich machen, weil dann müsst ihr nicht beim. Dankeschön. Eigentlich. Oh, ist das Reinerlis? Warte mal, wo streamt der denn Also bin ich tot? eigentlich? Das müsste man mal ganz kurz. Nee, Moment, der heißt ja anders. Er heißt ja Drache. Streamt der Penner bei sich? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich gehe jetzt hier ausnahmsweise mal drauf. Mit Adblocker natürlich. Nee, er streamt auf YouNow, oder? Oder auf. Nee, was hat er denn noch? Was hat der Spaß denn eigentlich noch? Also normalerweise hätte ich ihm jetzt hier ein Dislike drauf gegeben, mache ich aber nicht. Er kriegt von mir diesen Klick nicht. Das bedient auch den Algorithmus. Auch auf dem LP-Kanal, okay. Schauen wir mal kurz. Ja, komm. Ich hätte das Born-Hubschild nicht machen sollen. Jetzt weiß jeder, dass mein Arbeitsplatz gefährde. T ist. Ja, oh, danke schön. Gefährdet nicht euren Arbeitsplatz. Ja, die Problematik, was heißt Problematik? Ja, ich meine, den Dislike habe ich ihm jetzt gedrückt. Es ist, ja, keine Ahnung. Man sollte ihm eigentlich gar keinen Klick da drauf geben. Ja, also gar nicht. Ich wollte jetzt nur mal sehen, auf welchem Kanal er das tatsächlich macht. Schaut das niemals bei ihm. Ja, also selbst wenn ihr mit Adblocker schaut, wie ich in dem Fall, aber, ne, ihr wisst Bescheid, es macht keinen Sinn. Die Originalsachen zu schauen, sozusagen, sind eh sinnlos. Man guckt sich die Zusammenfassungen an. Wir können jetzt gespannt sein. Und das Schöne ist, dass er sich mit jedem, ich meine Fantasie ist tatsächlich, dass er wirklich pro Stream eine Strafe zahlen muss. Und wenn das so ist, ja, egal wie hoch diese Summe ist, selbst wenn das nur 50 Euro wäre, ne, was schon utopisch gering wäre. Ja, da kannst du ja quasi schon durchs Falschparken mehr Kosten verursachen, sozusagen. Ja. Und wir reden hier immerhin gegen das aktive Widersetzen gegen so eine Behörde. Lass es mal 100 € pro Stream sein. Dann hat er jetzt schon, glaube ich, 10 Mal, 11 Mal heute gestreamt. Also mit dem Gameplay-Stream jetzt 11 Mal gestreamt. Und Junge, die müssen eigentlich wirklich einschreiten. Das ist natürlich die Sache. Jetzt, wenn es okay für euch ist, schaue ich jetzt mal die Streams, die wir bisher nicht gesehen haben bei Panama City Playboy. Ich muss dazu sagen, ich habe sie heute gesehen. Ich konnte es mir, ihr seht es hier an dem roten Balken. Habe vorhin kurz auf dem Handy geschaut. Ich konnte es mir nicht verkneifen, zu sehen, was die Mastsau da. Moment mal, nee, das ist ja noch gar nicht das Aktuellste. Das ist ja von gestern. Mal schauen, das hier ist das Aktuellste. Metal Call Saul. Ah ja, hier. Das ist auch interessant. Streamt 720 mal 60, also 720p mal und 60 FPS. Okay. Was sagst du dazu, dass Red TV wieder da ist? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin ja so der Ansicht, dass eigentlich alles, was Rainerle irgendwie triggert, egal von wem es ausgeht, in irgendeiner Form gut ist, ja. Aber natürlich sind da natürlich wieder Sachen gelaufen, die natürlich nicht in Ordnung sind, etc. pp. Aber dazu will ich ehrlich gesagt keine Meinung abgeben. Dazu weiß ich da auch nicht genug drüber. Also ich habe da ja auch nie persönlich viel mitbekommen. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt als erstes mal die Streams. Welche, mal vor einer Woche. Also das heißt, diese drei können wir uns auf jeden Fall anschauen, oder? 12.3.
Nee, den müssen wir nicht mehr sehen, den haben wir beim letzten Mal gesehen. Tut mir leid auch, dass der Stream vom 18. nicht mehr verfügbar ist, kann man nichts machen. Wird man aber sehen, ob der nochmal zurückkommt. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach der Reihenfolge nach. Lel. Grüße gehen raus, Edzardler. Ja, vielen Dank, ehrenhaft. 4,99, was kriegt man denn dafür? Weiß ich nicht, Packung Batterien oder so. Eine LED-Glühbirne, die sind erstaunlich teuer, ehrlich gesagt. Ich habe mir gestern eine gekauft und dachte so, hä? Das sollte doch alles irgendwie ein bisschen günstiger sein. Klar, langfristig spart man, aber ja. Aber trotzdem vielen, vielen Dank, damit ist die wieder drin. So, 24.03., schauen wir uns die paar Minuten einfach mal schnell an. Lucifers Liste, ja genau, deine Liste habe ich bekommen, da werde ich nachher auch mal reinschauen. Da geht es ja nicht um die Streams und so weiter, sondern um die Re-Uploads und die schauen wir uns dann später an, ja. Erstmal Streams abhaken und dann sehen wir weiter. So, es fällt auf, ja, das sehen wir ja nicht nur bei diesem Video, es fällt auf, er hat dieses Slipknot-T-Shirt unendlich schade, oft an. Der letzte Stream gestreikt wurde. Ja, gelöscht wurde, aber das ist, also, ja, im Grunde, also es juckt aber ehrlich gesagt nicht, ja. Der Beschwerde ist eingelegt, normalerweise kriege ich den auch zurück. Das ist eigentlich wahrscheinlich nicht das Ding. Wir sehen mal, wie es läuft. Klopf nicht immer auf den Tisch, du Mongo. Grüße gehen raus an Romanverbot. Dankeschön. Ja, was die Sache mit dem Kanal jetzt angeht, beziehungsweise mit dem verlorenen Video, die Frage wäre natürlich, ob man noch einen dritten Kanal einrichtet. Mal wieder ein 12-Stunden- oder 24-Stunden-Stream wie in den alten ZE. Uff, da muss ich mal schauen, wenn ich Urlaub hätte, dann könnte man theoretisch mal wieder sowas machen. Auf der anderen Seite habe ich dann meistens auch andere Sachen zu tun, also vielleicht im Sommer, also dieses Jahr kann man das auf jeden Fall nochmal machen, aber vielleicht im Sommer mal in der Urlaubszeit oder so, je nachdem halt, ne? Gut, bevor ich lange weiterlabere, wir gucken jetzt mal hier den Stream vom 24. Genauso illegal wie alles andere auch, so. Ich frag mich, ist es gerecht? Da präsentiert er uns also seinen Song, den er weder selbst produziert hat, noch selbst ja, gesungen, gerade so hervorgestammelt. Ja, er ist auch nicht textsicher. Man wird hier gleich sehen, dass er nur die Hälfte davon kann ungefähr. Eine andere Info, die vielleicht dazu interessant ist, der Typ, der Reinele dabei immer hilft, ja, diese Sachen aufzunehmen. Der wurde wohl offenbar geleakt, streitet natürlich ab, dass er damit was zu tun hat. Das ist natürlich immer so das Ding dann. Ja, ne, Code Midas-Effekt halt. Yeah, 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 yeah. Obwohl ich mich nicht auskenne, kannst du dir nicht ausdenken. Das haben wir wieder so ein lustiger Versuch. Am 14. April 1912 sank die legendäre Titanic, weil der Kapitän Rudi Winkler seine goldene Lugapoli ehrte. Dankeschön. Du sagst zwar, man soll den Urge nicht unterstützen, aber wäre es in Ordnung, ihm ein Ryanair-Ticket von Nürnberg nach Mallorca zu kaufen? Ja, wenn er dafür in Abu Dhabi umsteigen muss. Geld in den Slip stecken, kleiner als 3 Grüße an David aus B. Dankeschön. Ja, wenn Reinerle dafür nach Abu Dhabi umgeleitet wird und sozusagen der Anschlussflug nach Mallorca dann ja, gestrichen wird und er wirklich unironisch und ohne finanzielle Möglichkeiten da wieder rauszukommen in Abu Dhabi festsitzen würde und da im ich weiß nicht, ich musste da gerade an diese Folge von Viva La Bam, da sind die meisten von euch wahrscheinlich noch zu eng dafür gewesen. Aber kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt, wo Bam Majera und seine Familie und die ganzen anderen Freaks so eine Europa-Tour machen wollen und da halt durch Europa reisen. Und Don Vitos Ticket wird dann sozusagen über Abu Dhabi, also sie fliegen irgendwie von New York oder von Philadelphia, ich weiß es nicht, fliegen sie, glaube ich, erstmal nach Paris. Und Don Vito schicken sie einfach nach Abu Dhabi und dann sitzt er da halt am Flughafen fest und checkt halt einfach gar nichts.
wenn sowas mit Rainerle passieren würde, dann würde ich sagen, das Ticket ist es auf jeden Fall wert, ja. Weil, stell dir mal vor, er versucht dann irgendwie da vom Flughafen aus zu vloggen oder irgendwelche anderen Leute sind da zufällig, die da halt gerade irgendwie Urlaub machen oder so und filmen ihn dann, wie er da verzweifelt versucht, irgendwelche Pfandflaschen im Müll zu finden, damit er dann da halt irgendwie sich sein Ticket zusammensparen kann, falls er überhaupt auf so eine Idee kommt. Das wäre schon sehr schön. Ansonsten sollte man Rainer halt wirklich gar nichts geben. So. Was ist das hier? Tatjana Bell. Rundfunkprogramm Drachenlord ist wieder online. Cool. Na, ratet mal, was gleich passiert. Wie dieser fette Goofy da sitzt und die Verbote einfach ignoriert. Ich hol schon mal die abgesägt. Ja, die wird nicht reichen für den ASB 8. Da brauchst du schon eine Panzerabwehrkanone oder Vergleichbares. Da muss schon ein schweres Geschütz rangefahren werden. Wir haben ja gesehen, er ist auch topfit. Ja, hat ja in seinem Video da ein bisschen an diesem Punching Ball rumgeboxt. Ja. Was ich vorhin noch sagen wollte, erstmal vielen Dank für die Spende übrigens. Warum ist deine Aufnahme so klein? Ja, Mensch. Das ist halt so. Danke. Was ich vorher noch sagen wollte, dass er sich da wieder mal so mit diesem kannst du dir nicht ausdenken, versucht sich dieser Hater-Sprache zu bemächtigen. Das war immer wieder ganz schlecht, der Stil, wie er auch von mittlerweile einer anderen krummbeinigen Faultiermaske gerne mal verwendet wird. So, ich trigger irgendwelche Hater, indem ich ihren Sprachgebrauch imitiere. Juckt halt einfach. Es ist halt, es macht mich halt in dem Sinne aggressiv, weil das nicht aus seinem Mist gewachsen ist, sondern er einfach nachstammelt, was ihm halt erzählt wurde. Das ist halt einfach komplett lächerlich. Eine Panzerhaubitze sollte dem Dicken mal etwas Altmetall spenden. Hashtag Liebe. Ja, oder Altphosphor wäre auch nicht verkehrt. Dankeschön. Ja, aber das macht mich halt in dem Maße dann eher matt, weil er halt einfach überhaupt nicht weiß, wovon er da redet. Er faselt einfach irgendwelche Texte nach, die jemand anders für ihn zusammengestümpert hat und er fühlt sich dabei halt cool. Ja, also ich weiß nicht, was das bei ihm ist. Ich glaube, die Schwelle bei ihm, überhaupt irgendwie sowas wie ein Lied rauszubringen und dieses Ding, ich meine, guck mal, er als Narzisst, der er ja nun mal ist, fällt es ihm natürlich extrem leicht, auf Dinge stolz zu sein, die er irgendwie geleistet hat und wo er glaubt, dass da von seiner Seite aus extrem viel Arbeit drin steckt. Natürlich steckt in Wahrheit gar keine Arbeit von ihm drin. Er hat zweimal sich da hingesetzt und irgendwelche Textzeilen runtergestammelt. Da hat jemand anderes Autotune dann drüber gelegt, jemand anderes hat den Text geschrieben und er hat das für seinen tollen Song ausgegeben. Dass das halt erbärmlicher nicht sein könnte, das wird ihm gar nicht bewusst sein. Ja, das ist bei ihm einfach eine erbrachte Leistung, die er sich dann irgendwie ja, auf die eigene Fahne schreiben kann oder aufs übermäßig strapazierte 7XL-T-Shirt. Da glaubt er dann, dass da eine Menge seiner Eigenleistung drin steckt, obwohl er im Grunde nichts gemacht hat. Also er schämt sich da halt auch mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ich glaube, er hatte früher vielleicht schon noch mal den Anspruch, Dinge selber zu machen und so weiter. Ich glaube, da ist er mittlerweile bedingt durch die Tatsache, dass er einfach original gar nichts kann und ihm die Mühe halt viel zu groß ist. Ich verweise an der Stelle mal auf die neueste WOT von Dr. Oll. Grüße gehen raus. Da könnt ihr euch das auch nochmal ganz schön anhören, ja, wie Rainer und die Besserwisserei so miteinander interagieren. Es ist ein Traum, ja. Und für ihn ist es halt einfach, ja, also, ich weiß nicht, ist es halt wieder mal genau in seinem. Ich liege auch schon im Bett. Von meiner Kuscheldecke. Ja. Nackig. Naja, fast nackig. Ich habe noch einen Schirm. Rudes Praktik geborgen und auf Extremturbel geladen. Creepy German Penetratis Cheap Check Street Hook. Er with Golden Luger. Lel, dankeschön. Denk bitte dran, ja. Wenn es zu viele Spenden, dass du was unternehmen musst. Ja, wo ist da die Grenze, Lel? Bester Mann fahre. Danke, danke, danke. Ist jetzt zu viel? Woher kommen deiner Meinung nach die Kohlen für die Bonitätsprüfung der Gasfaser? Kleiner als 3, kleiner als 3. Dreh. Das ist halt die Frage, das kann man so nicht beantworten. Es ist nicht so, dass er überhaupt kein Geld hat. Also wer dachte, er ist irgendwie komplett broke, das stimmt halt nicht. Er hat natürlich Geld, ja, aber das braucht er halt für lebenswichtige Dinge und für Strafen. Du Ehrenmann, kauf dir
mal hier ist der an einen Dürrenrein mit viel kulturelle Aneignung? Naja, zumindest Grüße hätte er dann überhaupt mal Kult. Alter Atze. Dankeschön. Jetzt macht mal ein bisschen low. Machen wir mal weiter hier. Ja? Vielen, vielen Dank trotzdem. Ich glaube, die Kohlen hatte er vorher schon. Wieso ist der Ton leise? Müsste eigentlich laut sein. Ist eigentlich alles so wie immer. Das war mein neuer Song. Wow. Ich habe auch ein Video dazu hochgeladen auf meinem Hauptkanal. Das ist halt mal wieder genau wie alle anderen Sachen von ihm. Absolute Nullarbeit im Endeffekt. Ja, absolut irgendwas hingerotzt. Im Grunde, weißt du, da machen sich Leute halt wirklich Arbeit. Ich meine, dass sie dumm sind und Speerlutscher, das mag dahingestellt sein. So, das geschenkt, ja. Aber dass er sich dann nicht mal dazu niederlässt, irgendein Video zu machen, in dem halt mal mehr als 5 Minuten Arbeit drin steckt, macht einen halt wieder richtig matt. Gib mir mal deine Nummer, damit wir uns durch Sexschreiben kennenlernen können, du geile Latexlutsch. Ende Psychologie Sau. Dankeschön, ja. Hast eine DM. Dankeschön. Das Video ist allerdings kompletter Crap. Das ist einfach nur. Ich hatte das eigentlich vor, ein bisschen anders zusammenzuschneiden, dieses bisschen Boxgedöns, und wollte das eigentlich in meinem Vlog zeigen. Aber ich habe dann ich hatte es im Vlog auch drinnen tatsächlich, den ich vorher hochgeladen habe. Und habe mir das dann so angeschaut und dachte mir so, eigentlich würde ich das jetzt gerne schneiden, aber ich würde gerne Musik hinterlegen. Habe ich einfach mal spaßeshalber unbesiegt reingetan und schaue mir das so an und merke halt, dass das, was ich da aufgenommen habe mit dem Boxen, tatsächlich wirklich mehrere Minuten lang war. Wahnsinn, du hast mehrere Minuten dich in deinen... ich meine, ich kann es hier ein bisschen lauter stellen, aber es sollte normalerweise alles passen. Also ich habe nichts verändert. Mikro geht definitiv nicht lauter und alles andere, das passt schon so. Ja, müsste passen. Wo ich dann auch Material verwenden konnte in dem Sinne. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme es komplett ungeschnitten, weil jetzt dann dieser Abschnitt, also was heißt ungeschnitten? Ich habe schon was geschnitten am Anfang und am Ende von dem Video. Aber das hat tatsächlich ganz gut hingehauen. Ich habe mir dann gedacht, ich mache das jetzt. Ich muss gleich auch nochmal weg. Die Ankündigung, die ich ursprünglich am Ende von dem anderen Vlog hinpacken wollte, und lediglich um zu sagen, ey, ich habe einen neuen Song, habe ich mir dann gedacht, okay, cool, das benutze ich jetzt einfach als Intro sozusagen und habe das dann auch mit. Ich glaube, er versucht wirklich mit diesen Schrott-Songs, und selbst wenn das nur 100 Leute, ich meine, das traue ich diesen Idioten zu, das traue ich diesen ganzen Schwachköpfen, die ihn immer noch abonniert haben, diese 54 Leichen und... Ich weiß nicht, entweder sind das halt einfach normale Abo-Leichen oder einfach, die sind einfach komplett hirntot, ja. Ich traue das denen zu, dass die sich da hinstellen und sein Lied kaufen, ja. Und dass er dann da pro Lied seine 100, 150 Euro halt einfach macht. Das traue ich diesen Idioten zu. Und für ihn ist das vielleicht einfach wirklich so eine Art, Gelddruckmaschine, weil er muss halt wieder mal nichts machen. Er muss gar nichts machen dafür. Wie gesagt, ich trau ihm zu, dass er das erkannt hat, dass in seinem Spatzenhirn zusammengerendert wurde, Lied machen, wo ich wohlgemerkt keine Arbeit von ihm drin steckt. Ja, ist gleich 100 Euro. Andere machen die Arbeit. Er hat den gleichen Arbeitsaufwand, als wenn er sich ein normales, liebloses Video dahin stümpert. Ja, also er setzt sich hin, liest irgendwas ab, ja, macht das ein, zweimal, dann sagt er, okay, passt, hier, schickt das dem anderen, der macht Autotune drauf. Ob das irgendwie hinhaut von den Tonspuren her, ob das irgendwie scheiße ist oder nicht, das ist ja egal. Ja, es gibt ja offenbar einen Markt von irgendwelchen Gehirnamputierten, die sich das dann kaufen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er wirklich glaubt, ja, jetzt produziere ich dann mal ein paar Songs, dann mache ich da ein Album draus, dann wird das Gleiche inhaltlich nochmal verkauft, ja, nur mit ein, zwei Liedern mehr. So. Wenn er irgendjemand hat, der ihm solche Ideen einflüstert, und dann glaubt er, dass er da 12 Euro oder was für ein Album verlangen kann. Mit seinen, ach, so deepen Songs, mit denen er sein Leben beschreibt. Ich kann halt wirklich nur hoffen, dass die BLM ihm so dermaßen die Prügel ausschmaßt, dass
das ein gigantisches Verlustgeschäft wird, was er da macht. Denn er benutzt seine illegalen Streams ja auch eindeutig zur Promotion von diesem ganzen Schrott. Kein Mensch würde sich das ja anschauen. Ja, ich meine, wenn er da irgendwelche Hauptkanal-Videos macht, ja gut, das guckt sowieso niemand. Also ich meine, er hat ja auch mittlerweile geschnallt bei diesen ganzen Abstimmungen, so dass es halt einfach nicht hinhaut von seinen Abos her, die er ja als Fans mittlerweile sieht. Also er checkt ja nicht mal mehr, was er redet. Seine Abonnenten sind alles Fans, Hater-Kanäle sind ja alle irgendwie klein oder müssen zusammen so viele Abos haben, 35 Stück so viele, wie er mit seinem eigenen Kanal irgendwie Abos hat. Und es ist ja komplett grotesk einfach. Und dass die Rechnung nicht aufgeht, das wird er früher oder später auch bemerken, aber selbst diese Rosinen, die er sich dann am Ende da zusammensammelt, ja, oder diese Krümel, die er zusammensammelt, die reichen ihm in seiner aktuellen Situation dicke, ja, dicke reichten die ihm. Weil es kommt jetzt auch der Frühling oder Sommer, dann sind die Heizungskosten niedrig, ja, zumal er ja eh seinen ganzen Sperrmüll da verheizt wahrscheinlich. Gasfaser muss natürlich bezahlt werden, sonst sieht es bald düster aus, aber im Endeffekt, das haut hin für ihn, ja. Solange die BLM nicht wirklich Maßnahmen ergreift, aber dann werden wir sehen. Dazugefügt und habe jetzt quasi ein neues Musikvideo. Echt gut geworden. Ja, ich bin auch echt stolz drauf tatsächlich. Das ist auch echt cool. Ich habe den Song tatsächlich relativ einfach hingekriegt sogar. Also ja, du hast einfach null Mühe gegeben, hast beim zweiten Mal gesagt, oh ja, perfekt, El Salah. Reiche ich mal ein. Willi Walter, warum macht... Könnt ihr gleich mal Post-Content auf YouTube? Danke. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll, aber ja. Warum macht denn die BLM nichts mehr dagegen? Die machen. Das dauert aber, weil es eine deutsche Behörde ist. Ja, wer schon mal irgendwas beantragt hat bei einer deutschen Behörde oder irgendwelche Rückzahlungen vom Finanzamt oder sowas erwartet hat, der weiß, dass die sich doch gerne mal Zeit lassen. Ja, das ist nicht das Ding. Ja. Wenn die irgendwas haben wollen auf den Tag genau, dann musst du das einreichen, sonst kriegst du da deinen Stress. Aber wenn du was von denen bekommst, dann lassen die sich gerne mal Zeit. Bei der BLM ist es halt nicht so, dass Rainer was von denen bekäme, so, wobei, ja, eine Strafe halt vermutlich, aber das ist halt eine Behörde und die lassen sich Zeit, ja. Die sind nicht wie andere Menschen sozusagen, ja, dass sie sich von der Arbeitszeit her damit auseinandersetzen und das so hingebacken kriegen, dass es innerhalb von ein paar Tagen erledigt ist, ja, wenn man mit denen da irgendwas hat. Und ich denke auch, dass die, also das ist meine Hoffnung, dass die an Herrn Wingel ein Exempel statuieren und diesen Fall dann besonders gut vorbereiten, weil die sich wahrscheinlich denken werden, das hat natürlich eine Signalwirkung, wenn die ihn dazu irgendwas verknacken und er das dann halt aushebelt. So, Etzala, kleine Disco. So, wo war ich denn gerade? Wie gesagt, BLM, das ist halt die Frage, ne, was sie da machen. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, würde ich mir wünschen, dass die ihm halt wirklich pro Stream eine saftige Strafe im vierstelligen Bereich hinausschmasen. Mit Glück im fünfstelligen, was natürlich eher nicht der Fall sein wird, aber im vierstelligen. Und dass die ihm dann entsprechend, wenn es wirklich schön laufen sollte, auch wirklich sein Equipment beschlagnahmen. Ja, weil wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt einfach mal einen illegalen Radiosender betreiben, so, dann würden sie dir wahrscheinlich auch deine Antenne und was weiß ich was abnehmen. Ja, das ist so meine Wunschvorstellung. Ein Frame verworfen, ja, genau. So. Deutsche Behörden sind wie ein Leopard zweiter, nicht der allerschnellste, aber wenn er kommt, überrollt er dich gnadenlos. Uff, ja, das wäre zu erwarten oder zu hoffen zumindest. Privatsender Drachencode. Was eigentlich mit dem Strafbefehl? Naja, der Strafbefehl, der müsste dann ausgeschmaßt worden sein. Ich habe es aber heute schon mit irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob du das zufällig warst, aber ich habe mit irgendjemand auf Twitter das diskutiert mit dem Strafbefehl. Da ist es nun mal so, dass wir gar nicht wissen, in welcher Höhe der ausgefallen ist. Und ob Rainerle dem widersprochen hat oder nicht. Das war so ein bisschen die Idee. Naja, ich weiß, dass ich eine Minute off war. Ich sagte ja, ein kleiner Disconnect war das. Ich glaube,
Also die Frage ist, ob Rainer diesem Strafbefehl widersprochen hat oder nicht. Da weiß man halt leider nicht besonders viel darüber. Wenn er das gemacht haben sollte, das wäre natürlich extrem schön. Wenn er ihn aber tatsächlich angenommen hat, dann hängt es natürlich von der Größe ab oder der Höhe des Strafbefehls, wie dramatisch die Sache für ihn war. Das ist natürlich der Punkt, ja. Wenn das nicht besonders hoch ausgefallen ist, wenn das wirklich auch so bei 300 Euro oder was lag, ja, dann wird er das einfach mal beglichen haben. Ich habe ja mit einem Juristen drüber gesprochen und der kennt sich auch ein bisschen aus, weil er eben auch ein bisschen im Game unterwegs ist, der auch die ganzen Geschichten, der ist sogar länger im Game als ich. Und da haben wir das mal so ein bisschen diskutiert. Und dann meinte er damals, dass wir davon ungefähr 90 Tagessätzen bei Rainerle ausgehen können. Und ich habe mir das mal ein bisschen so ausgerechnet. Selbst im großzügigsten Falle sind wir da immer noch im vierstelligen Bereich. Das heißt, Rainerle hätte allein dafür 1.000 Euro blechen müssen. Wahrscheinlich eher mehr, zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Dass das nicht hinhaut, das kann natürlich auch sein. Ja, man weiß es nicht. Nein, nee, ab 90 bist du, glaube ich, nicht vorbestraft. Nein, 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 nein. Das bist du nicht. 90 Tagessätze ist ja eine normale Geldstrafe. Da bist du ja noch nicht vorbestraft. Ich glaube, vorbestraft in dem Sinne, also in dem wirklich in dem juristischen Sinne so, giltst du erst, wenn du... Alter, was zum Teufel ist denn das jetzt? Warte mal kurz. Jetzt komplett behindert. Moment. Also vorbestraft giltst du da noch nicht. Du giltst als vorbestraft, wenn du, glaube ich, eine Haftstrafe hinter dir hast oder sowas. Ja, also das ist, Rainerle ist in dem Sinne nicht vorbestraft. Und ich stehe wieder alleine da und werde jetzt wahrscheinlich das ganze Wochenende durchwichsen. Bin ich mein Wichser. Tja, hilft dir alles nichts, was soll's. Glaubst du trotz seiner Hirnthrombose, dass er alle seine Abonnenten wirklich für Fans hält? Hashtag Liebe. Kleiner als 3. Dankeschön. Vorstrafe ist ab 90 Tagessätze. Okay, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich dachte immer, das wäre erst, wenn du wirklich eine Haftstrafe mit Bewährung irgendwie. Bis 90 danach vorbestraft. Meine Freundin ist Volljuristin. Alles klar, okay. Ja, nee, dann glaube ich es dir natürlich. Gut, aber wie dem auch sei, wir können es nicht wissen. Ja, wir haben keine Akteneinsicht oder ähnliches. Wir waren bei keinem Verfahren, es gab keinen Gerichtspodcast. Wir wissen nicht, was da rausgekommen ist. Von daher ist es müßig, darüber zu spekulieren. Das ist so meine spezielle private Hoffnung einfach, dass bei Wingel aufgrund seiner anderen Strafen, ja, die im Vorfeld schon passiert sind, dass sie ihm da wegen der Sache mit dem Strafbefehl halt mal wirklich die Prügel ausgeschmaßt haben. Grüße an Kano123, by the way. So. Ende von dem anderen Vlog hinpacken wollte und lediglich um zu sagen, ey, ich habe einen neuen Song, habe ich mir dann gedacht, okay, cool. Oh, man sieht natürlich das Fenster nicht, das ist natürlich wieder extra klasse. Ja, das ist das Fenster. So, jetzt hat klar. Das benutze ich jetzt einfach als Intro sozusagen und habe das dann auch mit dazugefügt und habe jetzt quasi ein neues Musikvideo. Okay, findest du es in Ordnung, Witze über Tote zu machen, beziehungsweise das Grab von Rudi zu schänden oder irgendwas zu machen? Ja und nein. Also Witze über Tote, finde ich, kann man machen, ja. Das Grab tatsächlich schänden, das wäre A, illegal und B, wäre schon asozial. Also, ja, das kann man nicht gutheißen. Ja. Das wäre eine Straftat und das kann ich nicht unterstützen in dem Sinne. Ja. Echt gut geworden. Ja, ich bin auch echt stolz drauf tatsächlich. Das ist auch echt cool. Ich habe den Song tatsächlich relativ einfach hingekriegt sogar. Also vom Gesanglichen her. Bei den meisten Songs ist es ja so, das kriegt ihr natürlich alles gar nicht mit. Also ich muss die meisten, wenn wir Songs aufnehmen, muss ich die meisten Tonspuren. Wie er immer so tut, als wäre er in irgendeinem Studio mit seiner Crew und oh, wir nehmen jetzt einen Song auf. Junge, du sitzt auf deinem Stalingrader Knochensofa, auf deinem durchgefurzten und laberst die gleiche Scheiße ins Mikrofon wie sonst auch.
Und versuchst dabei irgendwie ein bisschen melodisch zu klingen. So, du triffst keinen Ton, du bist nicht im Takt und irgendein Penner legt dein Autotune drüber und rotzt die Scheiße hin und fertig ist die Laube, ja. So sieht es doch im Endeffekt aus. Und du tust so, als würdest du da irgendwie so auf Chartniveau oder weiß ich nicht, irgendwie Videos und Lieder produzieren. So, du, das ist halt wieder sein unfassbarer Narzissmus, ja, dass er sich dabei wirklich so fühlt, als wäre er irgendein Star. So diese Grenze zwischen irgendeinem, ich meine, mal ohne Scheiß, ja, für Rainers Gehirn ist es, glaube ich, nicht zu begreifen, wie das mit dem YouTube-Ding überhaupt abläuft, ja. Ich meine, ich habe da auch eine ganze Weile gebraucht, um zu realisieren, dass diese Leute, die halt irgendwie viele Abonnenten auf YouTube haben, ja, ich rede hier von vielen 100.000 bis 1-2 Millionen so, dass die tatsächlich, und das dafür bin ich halt einfach wahrscheinlich so eine andere Generation noch, dass diese Leute halt tatsächlich heutzutage Stars sind. Und das erste Mal richtig bewusst geworden ist mir das, als ich dann überlegt habe, ja, so eine durchschnittliche Fernsehsendung im TV, ja, zur Primetime, wie viele Zuschauer hat die denn eigentlich? Ja? Und dann sind das so und so viele Millionen. Kannibalismus unter Blutsverwandten ist legitim, wenn man einen Fukuhila trägt. Fakt. Lel, dankeschön. Habe ich mir auch irgendwie Gedanken dazu gemacht, ja, wie viele Leute schauen denn so eine Sendung überhaupt an, ja? Und das sind halt auch nur ein paar hunderttausend und vielleicht zur Primetime halt ein paar Millionen, ja, so 2-3 Millionen, dann ist das schon teilweise okay, ja, was dann so gesendet wird. Natürlich sind das keine 20.15 Uhr Quoten so, ja, mit den Bangern, die halt auf den Sendern laufen, aber halt so Nachmittagsprogramm, ja, wenn du da mit einer Million Leute am Start bist, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt, je nach Sender halt natürlich. Und das erreichen solche YouTuber ja regelmäßig. Das ist ja gar keine Problematik. Für die ist es nichts Besonderes, wenn mal eine Million Leute zuschaut. Vor Rudi Winkler bitte. Immerhin war er der Erste, der Rainer geschlagen hat. Dankeschön. Ja, true. Genau, das ist die Sache, ja. Und da habe ich ja auch lange dafür gebraucht, um zu realisieren, dass das, dass diese Leute halt irgendwie Stars sind, ja. Für was für eine Zielgruppe auch immer. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Weil wir reden jetzt auch nicht darüber, ob irgendwie Deutschland sucht den Superstar nach der 500. Staffel auch noch irgendwie sowas mehr oder weniger verdient hat oder so eine Zuschauerzahl. Natürlich nicht, ne? Das ist nicht die Frage. Aber diese Leute sind halt auf irgendeine Art und Weise Stars, die eben einen großen YouTube-Kanal haben. Ja? Das definiere nicht ich, das definiert einfach die Gesellschaft mehr oder weniger. So, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was braucht man, um YouTube-Star zu sein? Und da kommt jetzt Rainers schlichtes Gemüt ins Spiel. Und zwar eigentlich nichts. Man braucht eine popelige Kamera, man braucht einen Internetanschluss und irgendeine Müllplattform, auf die man seinen Scheiß drauf rotzen kann. Streaming-mäßig ist das YouNow und videomäßig ist das YouTube. Und dann fängt Rainer halt an, durch seine komplette Unfähigkeit eine Masse an Zuschauern zu generieren, die seinen eigenen Horizont halt bei weitem übersteigt. Ja, wir wissen vielleicht noch, oder der ein oder andere von euch erinnert sich, ich erwähne das auch wirklich sehr gerne, ist, als Rainerle mal gesagt hat, dass New York über 100.000 Einwohner hat. Wow, was für eine Metropole, ne? 100.000, mehr als 100.000 Menschen leben in New York. An diesem simplen Beispiel, ja, das ja ein echtes Zitat von Rainerle ist, könnt ihr absehen, dass er überhaupt keine Vorstellung von großen Zahlen hat. Das ist auch nichts Neues, ja, und ist auch nichts Neues, dass Rainer ein bisschen dumm ist. Aber das zeigt auf, ja, dass er sich mit 80.000 Abonnenten für einen unglaublichen Erfolgsmenschen und mehr oder weniger eigentlich einen Star auf YouTube hält. Natürlich nicht so viele wie Gronkh, weil das sind ja Millionen und da weiß er auch, dass er das nicht erreicht hat. Aber er glaubt, er ist auf dem Weg dahin. Ja? Und deswegen ist es für ihn und aus seiner Sicht, aus seiner beschränkten Sicht, auch nur mehr als legitim, dass er irgendwelche Videos hinrotzt und die einem gigantischen, vermeintlich gigantischen Publikum zur Verfügung stellt. Ja. Und damit hat er seine kruden Videos, Lieder und... Er kann einfach alles bis auf das Denken beim Leben. Wie viel Bier ist das? Freibier! Ja, das ist auch wahr. Dankeschön, ehrenhafte Spende. Du
bist ein besserer Pop. Willst du echt sagen, dass dich das kalt lässt? Grüße an den Dann wärst du die Erste. Dankeschön. Du musst so tun, als wärst du weg. Ich weiß, dass du noch da bist. Hallo. Hallo. Hat der Stinky tatsächlich eine Glasfaserleitung bekommen? Ich kack mir ein vor Wut. Hat jemand Klopap? IR, Kuss auf Nuss. Ja, er hat sie offenbar. Da schauen wir dann gleich mal. Dankeschön, ehrenhaft. Leider werden seine Abos aber jeden Tag mehr. Ich habe Angst, dass er den Kampf gegen am Ende... Nein. Ich meine, wir müssen ein paar Dinge akzeptieren. Ja, ich weiß, ich laber jetzt hier wieder eine Stunde auf ihr 3-Minuten-Video drauf. Odin ist nicht aber, sondern er flog von der SS-Raumstation in Neuschwabenland zur Rückseite des Mond. S. Dankeschön. Ich weiß, ich laber jetzt hier wieder 5 Stunden auf ein 3-Minuten-Video, aber Tatsache ist, wir müssen akzeptieren, dass Rainerle größer werden wird. Er wird auch die 100.000 Abonnenten knacken und er wird irgendwann auch diesen silbernen Play-Button an dieser Schimmelschanzenwand da hinten hängen haben. Ja, das wird passieren. Dafür hat er eine zu große Sogwirkung und jeder unbedarfte Idiot, der neu ins Internet reinstümpert und vom Dicken hört, der will einfach sehen, was los ist und wird den Penner abonnieren, weil er mit den anderen Kanälen sozusagen, die sich da so um Wingel herum aufgebaut haben und seinen Content restreamen, reuploaden und so weiter, wird er sich eben nicht auseinandersetzen, ja, jemand, der da neu dazukommt. Das alleine und auch, weil die Leute vergessen, ihn zu deabonnieren und andere Geschichten laufen, wird es dazu führen, dass Rainer immer größer wird. Irgendwann wird er die 100.000 knacken, irgendwann wird er auch diesen silbernen Play-Button da hinten haben, ja. Wahrscheinlich nicht, wenn er die 100.000 geknackt hat, weil die dann überprüfen, wie viele echte Abos sind da und überhaupt und dies und das. Aber irgendwann wird er die magische Zahl ohne sein Wissen dann knacken und dann wird er begriffen haben, dass er 100.000 tatsächlich hat und diesen Playbutton auch bekommen. So, darauf wird er sich dann utopisch einkeulen und im Endeffekt sich für noch unbesiegter halten, aber vielleicht sind wir in dem Moment dann schon auf einem Level angelangt, wo er körperlich einfach am Ende ist. Und dann bringt ihm das auch nichts mehr. Rainer wird den Kampf im Endeffekt nicht gewinnen können, weil er selbst sein größter Gegner ist. Auch nichts Neues, auch keine Weisheit, die ich mir jetzt hier gerade aus den Rippen geschnitten habe. Das ist bekannt. Also niemand hat ihm derart geschadet, wie er sich selber bisher. Es ist einfach so. Mehrfach machen. Die meisten Vocals muss ich mehrfach aufnehmen. Immer bestimmte Abschnitte, damit es halt gut hinhaut. Und das war bei dem Song hier tatsächlich gar nicht so der Fall. Also es ist tatsächlich echt sehr gut gegangen. Es lief sehr flüssig auf jeden Fall. War sehr cool. Hört sich gut an, eine schöne Stimme. Naja, es ist sehr viel Autotune dabei, aber das ist bei uns ja normal. So Trap ist ja der... Bei Trap ist es ja normal, dass man sehr viel... Alter, du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Autotune benutzt. Hab gehört, dein neuer Song kriegt goldene Platte. Ja, da lacht der Narzisst. Ja, das gefällt ihm. Das wäre cool. Ich muss auch dazu sagen, es ist auch sehr cool geworden. Also unsere Songs allgemein, umso neuer die Songs, also umso mehr Songs wir bringen, umso mehr werden die tatsächlich auch aufgerufen. Das ist kein Trap, Reini. Mhm. Und davon hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ungefähr 10 Leute von uns, die alle dem... Das finde ich immer so typisch Rainer, in was für Kategorien er denkt, ne? Natürlich kann eine Person, wenn sie Kenntnisse hat, mehr wissen als 10 andere Vögel, die keine Kenntnisse haben, weil sie für einen dicken Sonderschüler irgendwelche Videos produzieren oder Lieder produzieren. Wenn das jemand ist, der tatsächlich sich damit auskennt, natürlich Rainer weiß der mehr. Rainer ist im gleichen Zustand wie Schrödingers Katze. Lell. Danke. Musikstil machen. Ach, Mann, ey. Ach, der Robo-Rainer. Vielen Dank. So, das war das. Ach ja, Leute. Erstmal ein schönes Liken ausgeschmaßt. Das war einmal das. Jetzt habe ich da für diese paar Minuten wieder utopisch lange gebraucht. Das war der 24. Jetzt gucken wir uns das hier direkt im Anschluss an. Das war der Stream von heute. Genau. Grüße gehen raus an Panama City Playboy übrigens. Ja, schauen wir mal, was sich hier getan hat. So, Leute. Es gibt
Neuigkeiten. Wir sind heute hier zusammengekommen. Ihr werdet jetzt wieder Rainer in seiner manischen Phase erleben, wo er wieder extrem lustig irgendwelche Dialekte und irgendwelche Stimmen imitiert. Es wird cringig, ja. Bereitet euch schon mal drauf vor. Und zusammen das Glasfaser zu feiern. Gott, nein, Drache in HD. Sieht mir jeden schrecklichen Pickel. Wobei, ich glaube, ich habe es gar nicht auf HD gestellt, ne? Müsste ich fast nochmal neu starten. Dachte eben, was denn im Gesicht los? Ja, nach dieser fette Pickel da. Achso, ist ja mein Kopf. Meine Güte, ist das wieder mal witzig, wirklich. Ihr merkt schon, die manische Phase kickt halt wieder hart, ja. Jetzt ist es so, alles ist vergessen, jetzt kann die Qualität beginnen. Ja, ich habe es heute auf Twitter schon geschrieben, das Einzige, was Rainerle, übrigens auf den Tweet von Turbo Mio, Grüße gehen raus, das Einzige, was Rainerle immer gefehlt hat, war Bandbreite. Ansonsten war ja immer alles top, ja. Jetzt kann die Qualität beginnen, ja, die Qualitätsoffensive. BLM ist mir scheißegal, im Moment, Apfel. Ja. Oh, okay, dachte, es gibt da Neuigkeiten. Nein, die Neuigkeiten beziehen sich auf mein Internet. Ich habe nämlich ab sofort 250k Glasfaser. Es macht einfach so matt, ne? Oh. Und der Witz ist, ich bin, während ich hier mit euch rede, am Hochladen. Ich will nämlich mal ausprobieren, was ich jetzt alles reißen kann. Ich habe ein Video. Wie viel Gigabyte hat denn das? Wartet mal. Was ist das für eine Folge? Das ist die 69. Die 69 von... Würdest du das Ejakulat von Molumbi schlucken? Das ist biologisch unmöglich. Molumbi ist eine Mulle. Die 69 von... Aber danke. Stardew Valley lade ich gerade hoch. Das Ding hat einfach mal 4,93 Gigabyte. Und das lade ich, während ich mit euch rede, hoch. Und es dauert insgesamt 15 Minuten. Also du lädst gerade die Glasfaser hoch, oder was? Die Glasfaser kann man nicht hochladen. Ich streame gerade über meinen neuen Anschluss. Gott zum Gruße, Bruder Rainer. Alles fit. Ah, servus Alex, Alter. Dich gibt's auch noch. Klar, logisch. Ich hab ab heute Glasfaser. Es ist schwer zu ertragen, oder? Ich meine, versuch mal eine Distanz. Ich meine, ja, ich lese schon hier, ich hasse ihn so sehr und so weiter und so fort. Versucht mal so eine professionelle Distanz zu ihm zu gewinnen. Und beachtet ihn einfach als, oder betrachtet ihn einfach als, wie soll ich sagen? Versucht einfach mal dieses Phänomen zu erfassen. Aber es macht schon ordentlich matt, ne, wenn man sich das mal so anschaut. Diese Überheblichkeit und dieses gekünstelte, jetzt wird alles gut, Ding. Ich meine, er steckt bis zum Hals im Dreck, ja, und er ist einfach nicht fähig, sich da alleine wieder rauszuarbeiten. Ich meine, es hängt natürlich von der BLM ab. Ich will mich jetzt auch nicht so 1000% auf die verlassen, ja. Das kann gut sein, dass sie es auch nicht gebacken kriegen. Und ihm versuchen da irgendwelche Androhungen zuzusenden, die er dann einfach ignoriert, und irgendwann sehen sie ein, dass sie da eh nichts holen können, dann wird das eingestellt und dann ist Rainerle halt einfach unbesiegt. Die Frage, die sich jetzt hier auch Dennis gerade stellt, was bringt ihm die Glasfaser, das ist eigentlich eine gute Frage, weil im Endeffekt bringt sie ihm überhaupt nichts. Ja, okay, er kann in angeblichem HD streamen, ja, okay. Was bringt das im Endeffekt? Leider brechen die Streams nicht mehr ab, das muss man dazu sagen. Ja, es scheint so zu sein, dass die da nicht mehr abbrechen. Aus diversen Gründen. Aber im Endeffekt sind sie ihm nach wie vor verboten. Ja, nur weil er irgendwie jetzt einen anderen Anschluss hat, heißt das nicht, dass er jetzt ungeschoren da davonkommt. Er kann natürlich jetzt noch mehr Videos ins Internet rotzen. Ja, das ist natürlich der weitere Nachteil. Und je nachdem, wie krass er das macht, und wenn er trotzdem pro Video irgendwelche paar hundert Klicks absahnt, ja, von irgendwelchen unwiederbringlich
hirnverbrannten Leuten einfach, die grundsätzlich einfach alles schauen, weil sie ihn unterstützen wollen, sondern wird er damit halt auch den ein oder anderen Euro einsammeln im Monat. Die Frage ist, ob das die Gasfaserkosten dann irgendwie übersteigt oder nicht. Letztlich bin ich der Meinung, wird ihm die Gasfaser halt einfach gar nichts bringen. Außer, dass die Streams flüssiger laufen. 250k Glasfaser, da läuft alles. Ja, sein anderer Vertrag läuft natürlich parallel weiter bis September, soweit ich weiß. Und die Gasfaser, da hat er jetzt die Sicherheitsleistung geleistet und ja, wird wahrscheinlich gemütlich damit rumstreamen können. Es sei denn, die BLM drückt endgültig ja, den roten Knopf und dann ist halt Feierabend am ASB, aber tja, das ist die Frage. Kann man spaßeshalber gerade gucken. Das würde mich nämlich mal interessieren, wie tief jetzt meine Auslastung gerade ist. Der Penner unter der Brücke im Karton neben der brennenden Tonne hat Glasfaser. Freut sich 2 Tage und hat dann Hunger. Ja, das wäre natürlich die Frage. Der Happy Ogre ist der hassenswerteste Ogre. Ich hoffe, Ehrenhalder Herzkaber schlägt bald mal Z. Dankeschön, Dankeschön. Wie kann er sich das leisten? Naja, das Geld, das er dafür berappt hat, das stammt natürlich noch vor der Armutsstaffel sozusagen. Also man darf nicht unterschätzen, erstmal ist es so, mit Reinhard. Wie würdest du Reinhard behandeln, wenn er als Patient zu dir käme? Nein, würde ich nicht. Würde ich nicht, also könnte ich nicht. Weil der Hass kickt halt schon. Nee, es ist so, man darf das nicht unterschätzen. Reinerle war vor der Broke-Staffel auch nicht 100% broke, also nicht im Sinne von, dass er wirklich 0 Euro hat. Was er auf PayPal genau gebunkert hat, das wissen wir nicht. Klar hat er sich irgendeinen Schmuh immer gekauft, bei Amazon irgendeinen Scheiß bestellt, aber ihr dürft nicht vergessen, dass seine Lebenshaltungskosten eigentlich nicht besonders hoch sind. Lasst ihn mal 300, 400 Euro für Fressi-Fressi ausgeben lassen jeden Monat, vielleicht noch 100 Euro Strom, vielleicht noch ja, irgendwas anderes. Lass ihn mal irgendwie auf 500 Euro kommen mit allem drum und dran. Wie hast du deine Süßmulle für das Drachengame sensibilisiert? Wie habe ich meine Süßmulle für das Drachengame sensibilisiert? Naja. Schwer zu sagen. Also, über die Zeit vermutlich einfach. Wie, du hilfst ihm nicht, wenn er Kriselkratzer hat? Nee. Ja, also ich hab 50 Upload und 250k Download. Wow. Was? Eine gute Internetverbindung ist schon was Feines. Ja, vor allem als YouTuber, ne? Oder als Streamer. Du bist kein YouTuber. Wann kommt Musikalbum? Also Fake-Lache-Oga, das ist halt auch immer sehr schön. Jetzt haben wir gerade 2 Lieder hintereinander rausgebracht und ihr wollt schon das nächste, Alter. Lustig ist, ich könnte mir tatsächlich 1k holen, wenn ich wollte. Ich kann mir tatsächlich 1 Gigabyte holen, wenn ich möchte. Aber das fand ich dann doch ein bisschen übertrieben für den Anfang. Ich krieg das Grinsen gerade aus dem Gesicht, Alter. Ja, ich bin's. Absolut. Das war auch die Stelle, als ich das vorhin gesehen habe, da habe ich dann den Tweet auch verfasst, weil ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Da war ich es dann halt wirklich. Der Typ soll mal nach Berlin kommen. Er würde nicht mal eine Nacht am Bahnhof zu überleben. Da wird er das erste Mal wirklich Geld verdienen. Wie biblisch wäre es, wenn Diebeln diesen Goofy den Stecker zieht und weiter die Beträge zahlen muss. Oh. HNE-Einkommen. Ja. Das wäre natürlich ein Traum. Yeah. Mal Real Rap. Der einzige Grund für seine Glasfaser ist, dass bei Internetanbietern ihm das nur wieder wegnehmen kann. Du kannst nur leiden, wenn du weißt, was du verloren hast. Hier, falls jemand von euch irgendwie ein neues Thumbnail braucht oder so, oder ein neues Twitter-Profilbild, das hier kann ich schwärmstens empfehlen. Ich nehme jetzt auch mal die Maus weg. Mein Gott, ja, es wäre wieder mal strafrechtlich relevant, wenn ich jetzt hier sagen würde, was ich meine. Aber es hätte mit dunklen Kapiteln der Geschichte zu tun. So. Da werden wir demnächst mal ein paar Gaming-Streams machen.
Könnt ihr euch schon darauf freuen? Ja, das wird richtig toll. Das wird richtig toll. Es wird nämlich alles gegen den Rockgitter, Alter. Macht das HD 4K-Stream. Das Problem ist, ich würde auch gerne 4K-Videos, also ich würde meine Let's Plays in Zukunft gerne auf 4K hochladen. Mein Problem ist, dass... Alter, du hast doch nicht mal selbst ein 4K-Bildschirm. Was redest du von 4K? Du willst in irgendeiner Auflösung rendern, die du nicht anzeigen lassen kannst mit deinem eigenen Bildschirm. So, sag mal, geht's eigentlich noch? Dass ich keinen 4K-Bildschirm habe. Ah, okay. Deswegen meine... Aju, die Glasfaser macht halt seine Qualität nicht besser und seine Let's Plays sind immer noch scheiße und er wird immer noch einen zu schlechteren Rechner dafür haben. Der Sücker hat Glasfaser, ich gehe mich erhängen. Nein, bitte tue das nicht, auf keinen Fall. 4K-Bildschirm ist in der Amazon-Wunschliste. Ja, wahrscheinlich mal wieder ganz ironisch. Wahrscheinlich wieder aus Scherz die teuren Sachen in die Wunschliste gepackt. Junge, es ist... Ich darf es einfach halt nicht sagen. Ich darf es nicht sagen. Ich habe keinen Bock auf irgendeine Anzeige. Ja, es ist... Deswegen meine... wie heißt es? Ich habe den Namen vergessen. Deswegen ist die Auflösung von meinen Spielen auf 1080 beschränkt. Normalerweise könnte ich die in 4K aufnehmen oder in 4K... ...hat Glasfaser und den ersten Boss in Sekiro gelegt. Ja, kannst du dir ja nicht. Es ist... Nee. Aber die eine Sache im Game ist, wenn Rainerle, und das ist fast ein Naturgesetz, würde ich fast schon sagen, wenn Rainerle eine Hochphase hat, dann folgt eine utopische Downphase. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, dass jetzt irgendwas passiert und ich hoffe, dass das noch irgendwas anderes ist, weil die Sache mit der BLM ist ja mehr oder weniger gesetzte Gewissheit, dass da irgendwie was kommen muss im Endeffekt. Und ich hoffe, dass halt noch irgendwas anderes passiert, was ihn jetzt von seinem hohen Ross halt runterkickt. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Und dass das vor allem auch zeitnah erfolgt. Nicht, dass er jetzt hier irgendwie 5, 6, 7 Wochen rumhampeln kann, bevor dann die BLM ihm halt die Prügeln ausschmaßt, sondern vorher schon irgendwas. Das geht halt einfach nicht. Auch spielen, aber das funktioniert nicht, wenn ich kein 4K-Bildschirm habe. Du musst VR-Videos machen. VR-Videos kann ich nicht machen, weil ich habe keine VR-Brille. Aber wenn du mich unterstützen möchtest, du kannst mir gerne eine VR-Brille besorgen. Es steht nämlich eine in meiner Amazon. Okay, jetzt bin ich's. Jetzt bin ich's wirklich. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte das komplett gesehen. Das Video habe ich aber offenbar nicht. Okay, also ohne Scheiß. Das ist doch an Dreistigkeit überhaupt nicht mehr zu überbieten. Dein Stream ist mal wieder episch. Ne, weiß ich nicht, danke, aber... Er setzt sich dahin, ja? Und fordert allen Ernstes, dass ihm jemand irgendeine... Ich weiß gar nicht, was sowas kostet. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Was kostet so eine VR-Brille? 300 Euro, 400 Euro oder sowas? Keine Ahnung. Das will er einfach so aus den Leuten rausleiern, weil die Mitleid haben. Und das ist der gesamte Plan seiner komischen Anti-Mobbing-Geschichte gewesen. Irgendwie sich als Opfer inszenieren und danach die Amazon-Wunschliste. Ja, ihr könnt ja, bitte unterstützt mich gegen Mobbing. Zeigt, dass ihr gegen Mobbing seid. Bei Twitter munkelt man, dass die BLM was gegen den fetten Goofy unternehmen will. Das ist Wahnsinn. Dankeschön. Ja, klar werden die irgendwas unternehmen, aber wie lange ist die Frage? Bei Rainer muss eine Sanktion halt relativ schnell erfolgen, sonst lernt das Oger hier nicht. Wahnsinn, Alter. Trotz Glasfaser bleibt der Wald 30 Jahre ungefickt. Ja gut, das wird halt der nächste Triumph sein in etwa 3 Monaten. Ja, ein bisschen weniger. Trotzdem, bis dahin ist noch eine lange Zeit und die wird er halt auskosten. Und ich wette, dass irgendein Speerlutscher da hingeht und ihm wirklich sowas kauft, ja. Das ist halt die Frechheit. So ein Rundschließe, die findest du da oben. So, tatsächlich würde ich gerne, also ich will ja eigentlich so eine VR-Brille. Ich habe eigentlich echt überlegt, was ich wirklich gerne würde. Ich würde gerne... Grach, ich würde gerne Subnautica. Ach Junge, ich bin so sehr.
Diese gottverdammte Wunschliste, echt. Es wäre ja witzig, ne? Wenn das einfach so vor sich hinlaufen würde, wenn er diese Liste hätte und kein Mensch würde ihm auch nur irgendetwas schenken. Und er einfach daran alleine mal bemessen könnte, wie sehr er irgendwie sich auf sogenannte Fans verlassen kann. Das Problem ist, dass es da immer wieder den einen oder anderen komplett Wahnsinnigen gibt. Wahnsinnig nicht im Hagen-Sinne, sondern doch schon im Hagen-Sinne, aber vor allem halt wirklich offenbar nicht ganz richtig im Kopf, der diese Sachen tatsächlich dann kauft für ihn. Es ist nicht das erste Mal, dass irgendwas Teures für ihn gekauft wurde. Und ich weiß es nicht. Das kann ich mir einfach wirklich nur durch seine Anti-Mobbing-Lügen erklären. Es gibt keinen Grund, dass man ihm irgendwie sowas kauft. Es gibt niemanden, der ihn wirklich sympathisch findet im Endeffekt. Die VR-Brille kann er nicht mal nutzen, dafür müsste er stehen und sich bewegen. Ach ja. Oder Subnautica Below Zero in VR spielen. Das wäre voll geil. Dein Kopf rendert nicht besonders schnell. Das ist richtig? Schnodder. Ich habe nicht geschnodd, ich habe lediglich auf etwas hingewiesen. Ja, genau. Da hast du nur auf etwas hingewiesen. Ich habe ja nicht gesagt, schau, dass ihr mir das kauft. Was ist, gibt eine Fake-Profil von mir schon gesehen? Nö. Ich bin so gut wie nie online zurzeit. Weißt du, der Speckoger hängt lieber, als dass er hängen geblieben ist, so wie du. Junge, es gibt einfach keinen. Es gibt keinen anderen Internet-User, der hängen geblieben ist. Also wirklich, es gibt keinen. Nur mal so am Rande. Gaming, kannst du mir mal kurz sagen, ob es laggt oder nicht? Ich brauche mal eben jemanden, dem ich vertrauen kann. BLM ist informiert, Rainerle. Es ist schön in Ordnung und du nennst mich gefälligst nicht Rainerle, weil so ein Abschaum wie du hat meinen Namen weder in den Mund zu nehmen noch sonst irgendwas. Das Wort Verniedlichung ist ihm nicht eingefallen. Ach, Rainerle. Am besten solltest du nicht mal meinen Namen denken. Mein armer Name tut mir jetzt schon leid. Dass er auch nur Ansatz. Gott, verdammter Narzisst, Alter. Weil es in deinem Kopf war. Mein Gott, wie kann man solche Sachen von sich geben? Wie kann man sich da wirklich hinsetzen und solche Sachen von sich geben? Trau euch den Drachis alles zu. Wie kann man nur mit dem Betteln so erfolgreich sein? Ja, gut. Erfolgreich hin, erfolgreich her. Ich weiß nicht, was ist schon erfolgreich? Das sind halt im Endeffekt wirklich nur Tropfen auf den heißen Stein. Klar, das mag uns jetzt irgendwie viel erscheinen. Aber guck mal, wann hat er denn jemals? Ich meine, das ist auch so eine Sache, irgendwie, die man sich immer vor Augen halten muss. Rainerle wird finanziell, wenn das so weitergeht, sowieso niemals irgendwie am Boden sein. Es bringt nichts. Er wird immer so viel Geld haben, dass er sich irgendwelche Bestellungen leisten kann. Er wird immer so viel Geld haben, dass er sich irgendwie den Einkaufswagen mit Ja-Produkten füllen kann, wenn Marion ihn fährt. Er wird immer genug Geld haben, um sich irgendwelche Kinkerlitzchen zu kaufen, ja, die kein normaler erwachsener Mensch sich jemals auch nur ansatzweise kaufen würde. Und was das angeht, wird es niemals darauf hinauslaufen, dass er wirklich mit 0 Euro in der Tasche da sitzt und irgendwelche abgelaufenen Nudeln isst, weil er sonst nichts anderes mehr hat oder sowas. Ja, also oder irgendwelche, also wirklich so auf Hartz IV-Level oder noch tiefer herumkrebst und halt wirklich gar nichts hat. Ich glaube, von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden. Ich habe das lange auch gedacht, dass es jetzt mit der Broke-Staffel hinhauen würde, aber dann streamt er halt mal wieder. Ich meine, er hat heute auf, glaube ich, irgendwie um die $50 eingenommen. Das wird halt irgendwie dann vermutlich dann, weiß ich nicht, wird er das bekommen? Die BLM wird nicht verhindern, dass er das ausgezahlt bekommt. Und dann wird das einfach weiterlaufen. Das Einzige, was ihm da das Genick brechen könnte, wäre, wenn er tatsächlich, ja, wirklich tatsächlich hingeht, und einfach so lange weiter streamt, in völliger Uneinsichtigkeit, während die BLM ihm wirklich hohe Strafzahlungen pro Stream reindrückt.
Und zwar in einer Höhe, die mindestens vierstellig sein muss. Ja? Und dann würde er einlenken müssen, weil wenn er es dann nicht bezahlt und die ihm dann Knast androhen oder irgendwelche weiteren Maßnahmen, das wird natürlich nicht funktionieren, wenn die immer auf diesem, oh, wir kriegen Geld von dir, Pfad bleiben. Sobald die aber anfangen zu sagen, hier, Ersatzfreiheitsstrafe, dann könnte sich da was tun. Ansonsten sehe ich da keine Möglichkeit, ja. Und die Strafe muss eben auch finanziell deswegen so hoch sein, weil immer wieder irgendwelche Lullis kommen und ihm irgendwelche kleinen Beträge quasi ins Gehege werfen, ja. Sei es jetzt Marion, sei es irgendwelche Speerlutscher, irgendwelche Beträge im niedrigen dreistelligen Bereich wird er immer auftreiben können. Ja, irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, hat er da vielleicht noch irgendwo PayPal, das lässt er sich dann auszahlen oder irgendwas kommt immer. Hoffentlich führt ein Kurzschluss in der Gasfaser zu Reinalds Verglasung. Dankeschön. Also auf dem Level sozusagen wird halt immer irgendetwas laufen. Da kann man sich relativ sicher sein. Und solange das der Fall ist, wird das auch weitergehen. Was halt nicht mehr gehen wird, ist, wenn diese ganzen Leute, die da irgendwie ihre Beträge reinpfeffern, ja, ins Gehege, wenn die Forderungen der BLM das bei weitem übersteigen, sodass auch nicht irgendwie ein Spendenaufruf ihn da nochmal raushebt oder irgendwas, sondern dass er halt wirklich das zahlen muss oder in den Knast gehen muss. Und solange das nicht passiert, wird er da weitermachen können. Irgendwie treibt er die Kohle auf, ja, dann kann er weitermachen, dann sind die erstmal wieder zufrieden. Genauso wie es wahrscheinlich mit dem Strafbefehl auch ist. Er wird da immer irgendwie sich rausfinden. Es muss eine Summe sein, die er nicht imstande ist zu leisten, auch nicht Abschlagszahlungen oder irgendwelche Stundungen oder irgendwelche Raten oder irgendwas. Nein, das muss irgendwie sagen, das muss am Ende des Monats heißen, passen Sie auf, wir kriegen 3.550 Euro von Ihnen oder es ist Feierabend. Egal wie viel Solange Sinn das nicht passiert, kann er etwas gemeinsam weitermachen. denkt, mal drüber nach psychologisch macht dich das Kap. Öt kleiner als drei. Na, das passt schon. Ich habe da ein dickes Fell, was sowas angeht. Aber Dankeschön. Geldstrafen kann man per Rat auch über mehrere Jahre abbezahlen. Ja, okay. Dann lass es aber mal wirklich eine Geldstrafe sein. Guck mal, pass mal auf, wenn ihm Streaming untersagt ist und er pro verbotenem Stream Summe X bezahlen muss, die er pro Stream aber nicht reinbekommt, dann kann er das ja nicht mehr leisten. Er müsste ja streamen, um seine Stream-Schulden zu bezahlen. Ja, das haut ja nicht hin. Also es muss dieses System, es muss wirklich mal so der Stock in den Speichen sein. Wenn das nicht passiert, dann kann er ewig so weitermachen. Ja, wenn es immer irgendwelche, wenn die jetzt sagen, okay, Herr Wingel, so jetzt 1.000 Euro, weil sie weiter gestreamt haben, pauschal 1.000 Euro, so dann hat er gewonnen. Ja, das bezahlt er, dann macht er einfach weiter. So. Das wird dann ewig so weitergehen. Dann werden die irgendwann wieder irgendwelche Drohungen, dies, das, wir kriegen noch Geld. Das wird dann immer weiterlaufen. Es muss eine Summe sein, die er unmöglich einnehmen kann. Und dann ist Schluss. So. Es war doch mal irgendwie nach dem einen Besuchsvideo so grob die Idee, dass er pro Stream 10.000 Euro Strafe zahlen muss. Wenn das der Fall wäre, dann wäre Feierabend. Ja, das wird natürlich nicht sein. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wenn die es wirklich ernst meinen, weil die gesetzliche Grundlage haben sie auf jeden Fall. Wenn die es wirklich ernst meinen und dann ihm mal endlich ein Exempel statuieren wollen. Kare, Bruder. glücklicherweise ist mein Selbstbewusstsein nicht davon abhängig, ob du Vollidiot mir glaubst oder nicht, oder ob du mich beleidigst oder nicht, oder ob du sagst, Bock, 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 feiges Hühnchen. Alter, ich bin 28 und keine 5 mehr. Rudi hat 1933 bei den Olympischen Spielen das Sommerskispringen auf der Schanze etabliert. Vielen Dank, absolut ehrenhaft. Dankeschön. Ah. Ja. Wann findet das nächste Schanzenfest statt? Keine Ahnung. Kann ich absolut nichts zu sagen. Bin da nicht involviert. Darf ich dich denn nennen? Wenn du dich anständig verhältst, darfst du mich auch Rainer nennen. Die BLM vollstreckt öffentliche Schulden und holt sich und die holt sich der Staat bis zur Pfändung der Bude. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Das wäre zu schön, ja. Ich meine, ich absolut, aber kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ging nur um den Arsch, der mich hier gerade beleidigt hat. Ich kannte mal einen, der hat über 3 Jahre lang Schulden angehäuft und keiner konnte ihm was, weil die Behörden einfach zu langsam sind. Ja, je nachdem halt. So also Fälle gibt's.
Ja, da kannst du über Jahre weitermachen. Solange, also die werden, die schreiben Drohbriefe, die schicken irgendwie, die schicken vielleicht mal auch einen Gerichtsvollzieher, der wird bei Rainerle reinstolpern und sagen, oh, warum haben Sie den ganzen Sperrmüll hier drin und ich draußen im Container? Dann wird Rainer sagen, jo, das ist aber meine Einrichtung, und dann wird er wieder gehen. So, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass dem wirklich was aus der Bude rausgepfändet wird. Wie gesagt, das muss was sein, was die dann nicht mehr auf sich sitzen lassen und dann. Willst du echt sagen, dass sich das kalt lässt? Dann wärst du die Erste. Du brauchst nicht so tun, als wärst du weg. Ich weiß, dass du noch da bist. Hallo? Hallo. Dankeschön, ehrenhaft. Warum machst du meistens immer das Gleiche an? Hä? Ich habe gestern oder vorgestern einen Stream gemacht, da habe ich meine. Was habe ich denn da angehabt? Mein Slipknot-T-Shirt. Und heute habe ich das hier Ja, du hast ja nur drei, also mach mal nicht so. an. Ich habe immer die gleichen Shirts an, weil ich nur die gleichen Shirts habe. Oder weil ich sie. Ja, rein, jetzt kommt wieder die alte Geschichte von wegen, er hätte jedes Shirt fünfmal oder irgendwas. Junge, das, wer glaubt dir das denn? Du hast drei, vier verschiedene T-Shirts und diese Jacke hier, die hast du auch seit gefühlten Monaten an. Seit dir die geschenkt wurde, hast du die eigentlich fast täglich an. Man mag. Was ist daran das Problem? Na gut, Leute. Ich bedanke mich jetzt dann aber mal fürs Zuschauen, denke ich. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und ich werde mich jetzt mal dran machen. Ich muss noch den Dragon Monday heute aufnehmen. Ich muss ihn noch hochladen. Und hoffe, alles funktioniert noch, wie ich es mir vorstelle. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Video, beim nächsten Stream, beim nächsten, was auch immer als nächstes kommt, wieder mit dabei. Also, ihr seid die besten Leute. Ich danke euch. Bis zum nächsten. 58 Dollar hat er da Stream. Euer eingenommen. Drache. 58 Dollar in 18 Minuten. Also, Kare, im Brinsip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Ja, gern, Etzala. Das ist mein brechendes Herz. Clear MP3. Tschüss. Oh, mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Jo, also ich denke, ihr könnt absolut nachvollziehen, dass ich es bin und auch warum ich es bin. Man gönnt es ihm halt einfach auch nicht. Ne? Es ist wirklich so dieses Ding, dass du sagst so, ey, nein, absolut inakzeptabel. Und diese Dreistigkeit mit diesen extrem teuren Sachen auf der Amazon-Wunschliste, so, das ist einfach so. Es ist Wahnsinn, echt. So, jetzt haben wir natürlich noch die Wenn der Igel Reuploads. fleißig weiter streamt, bekommt die BLM von ihm eine Million und paar zerquetschte. Wie die Love Parade. Lel. Dankeschön. Ja, die werden gar nichts von ihm bekommen im Endeffekt. Wie gesagt, ich würde mir halt wünschen, dass die irgendwelche Gesetze anwenden können, die ihnen erlauben, ich sag mal, das illegal benutzte Equipment zur Rundfunkübertragung zu beschlagnahmen. Also, dass sie ihm halt wirklich den Rechner wegnehmen können. Das wäre halt ein absoluter Traum, wenn das geht. Glaube ich aber auch nicht dran. Ja, also, man wird sehen, man wird sehen, man wird sehen. Eben, eben, eben. So, jetzt haben wir natürlich noch die Hauptkanal-Uploads. Bruder, was? Mein Vater hat mit Rudi vor Moskau die Tagebücher getauscht. Er schrieb, dass sein noch ungeborener Sohn ein Depp wird. Bist das wieder du wie vom letzten Mal mit den 50 Euro oder damals? Ne, es waren 100 Euro letztes Mal. Hagen. Hagen, ich weiß, es ist. Du weißt nicht, wohin mit dem Geld, ja? Also, Hagen. Was soll ich dir sagen, Hagen? Deine Nachricht war auf jeden Fall korrekt, ja? Es ist so, ja? Der Rudi wusste das schon. Wahrscheinlich deswegen, weil ihm einer der Hoden in Stalingrad abgefroren ist. Da wusste er, dass das der bessere war. Der andere hat halt nicht so gut produziert. Und dann war ihm klar, oh, das könnte knapp werden mit einem Nachkommen. Hat es dann halt tatsächlich zweimal geschafft und 50% war halt ein Fehlschlag. So, da wurden halt auch die dominanten Gene vererbt, von Rudi himself. Also vielen, vielen Dank. So,
Vielleicht sollten es 15-10 sein und nicht 51. Nee, ich glaube, Hagen weiß schon, was er macht. So, jetzt müssen wir erstmal ein dickes Shoutout an Lucifer ausschmasen, der mir hier extra im Schweiße seines Angesichts eine Liste erstellt hat mit seinen Reuploads, damit, genauso habe ich mir das gewünscht, ja, Titel, Erscheinungsdatum und der Dailymotion-Link. Dailymotion halt deswegen, damit da keine Prügeln ausgeschmast werden können. Das ist in dem Fall auf jeden Fall auch sinnvoll. Shoutout an Lucifer auf jeden Fall. Wir gucken jetzt mal kurz hier rein, was wir hier Schönes haben. Krank sein ist Kake. Genau, es gibt noch ein Besuchsvideo, das können wir uns ja später dann anschauen. Aber ich würde sagen, bis dahin geben wir uns mal diesen hier. Oh, Metal, Leute, servus. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Achso, an der Stelle nochmal vielen Dank gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt gescheit rüberkam, aber ich sehr großes Dankeschön an dich. Ich. Alter, was hat er da? Ich dachte gerade auf den ersten Blick, das ist so eine Eiskarte, wo man sich so sein Eis am Kiosk aussuchen kann. Bruder, das wäre natürlich die passende Deko. Und hier sieht man auch übrigens am Fenster den Hartz-IV-Kühlschrank. Alter, was hat er denn da hingestellt? Ja, die gute Milch von ja, weil wir wissen alle, Rainer achtet auch Qualitätsmilch. Ja. Übrigens, Profilbild für Twitter, wer das braucht, gerne hier mal rauskopieren. Mädel, du Kasper, danke für die Nessunterhaltung jeden Montag. Geile Schwanzgrüße, du Ehrenmann. Geile Schwanzgrüße zurück. Dankeschön. Also, weiter geht's. Genau, das hier ist ein Hartz-IV-Kühlschrank, also utopisch. Frisst meine Barren, du Schmarotzer. Danke, Hagen. Ne. Etzala live League, und zwar ist Kuni Wumguni die Nachgeburt von Rainer tatsächlich sogar. Hashtag liebe Anka. Geiler. Danke. Was hat er denn da? Also seine Milch, natürlich muss sie gekühlt werden, hier im Sonnenlicht, ganz klar. Und dann, Alter, was ist denn das? Ist das so ein Glas mit Gurken oder Rollmops oder was ist das? Mädel, Grüße von der kanadischen Haider-Fraktion ins schöne Baden, eins noch Pimmel. Dankeschön. Gut, Mondlicht kühlt. Okay, weiter geht's. Gestern keinen Dragon Monday gemacht, weil es mir aktuell nicht ganz so gut geht. Und ja. Ist schon klar, Rainerle. Safe Call, dass er in dem Moment gerade erst aufgestanden ist und sein Krank sein maßlos übertreibt. So. Ja, ich konnte kein Dragon Monday machen. Oh, ich bin krank. Ganz schlimm sogar. Und ich gestern auch gar keine Zeit dafür gefunden habe, den zu machen. Ich sollte mir überlegen, den. Das Schniefen hat ihn doch gerade verraten, oder? Dieses, pass mal auf. Ich hatte keine Zeit, den zu machen. Außerdem bin ich krank. Er ist doch gelogen. Ist doch dreist gelogen. Den vorher in Zukunft einen Tag am vorher zu machen, am Samstag, am Sonntag. Den habe ich früher, glaube ich, auch immer am Sonntag aufgenommen. Ja. Montag wird es dann immer ein bisschen zu stressig. Meine Güte, ne, wenn du eine Schicht hast, da musst du so viel machen. Ich schneide euch kurz einen kleinen Ausschnitt rein von gestern. In dem Moment, okay, bist du krank. Das Ding ist, da bin ich es gar nicht. Da demontiert er sich gerade mal wieder komplett selber. Da bin ich nicht Matt. Das ist Classic Reine Wingel. Das ist einfach Reine. Da gibt's nichts zum Matt sein in dem Ausmaß, weil das ist er lügt, wenn er das Maul aufmacht und da kann ich nicht Matt sein. Matt bin ich dann, wenn er sozusagen dieses manipulative Ding bringt und das funktioniert. Und da ich auf dem Bauch auf meinem Bett liege, drückt das ganze Gedöns gerade Richtung Bettmatratze. Grüße gehen raus an Grasyl, Eskalation und die GRA. Huch, ja, danke schön. Er arbeitet so hart, auch wenn er krank ist, ja. Konnte sich nicht krank melden bei sich selber als selbstständiger Schichtarbeiter. Einen kleinen Vlog machen wollen.
Weil ich habe gestern den ganzen. Er ist doch nicht krank. Er ist de facto nicht krank. Er ist gerade aufgestanden. Warte mal, ganz kurz mal eben. Ich muss mal eben was überprüfen. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz schauen. Weiß jemand, welche Himmelsrichtung das hier ist, dieses Fenster? Ich gehe mal kurz gucken. Also. Wo haben wir denn Emskirchen? Bei Google Maps. Erlangen, Nürnberg. So, ein bisschen weiter nach links. Das ist Ansbach. Neustadt an der Aisch, Emskirchne. So, und wo ist jetzt hier Neuschauerberg, Altschauerberg? Moment, wo haben wir den ASB? Ich suche einfach mal direkt. Altschauerberg. Ah ja, da haben wir es doch. Altschauerberg 8. Hey, wie viel Bier ist das? Freibier! Einen schönen Montag und danke für den Stream. Ist es okay, wenn ich deinen Pensi lutschen will? Ja, das geht fit. So, Dankeschön an euch beide, absolut ehrenhaft. Ich guck mal kurz hier raus. Also, das ist, Alter, das geile Satellitenbild. Da sieht man sogar den Sperrmüll noch. Ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber ich Google Maps gerade. Das Fenster ist, lass mich mal kurz gucken, das ist das. Das ist die Westseite. Hätte ich mir vorher auch schon denken können, theoretisch. Aber das ist halt auf jeden Fall die Westseite. Da geht die Sonne halt eher unter. Gut, das kann man jetzt natürlich jetzt nicht genau sagen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, also trotzdem, es könnte durchaus sein, dass er trotzdem aufgestanden gerade erst ist und dann einen auf krank macht mit dieser Morgenstimme, die man halt nun mal nach dem Aufstehen hat. Vor allem, wenn man halt irgendwie so einen unruhigen Schlaf hat, wie er ihn haben dürfte. Und vor allem, wenn man halt irgendwie so komplett kaputt, weil man bis 4 Uhr morgens irgendwie mit Energy Drinks sich vollgepumpt hat und dann irgendwie um 5 ins Bett fällt und dann irgendwie mittags aufsteht und total durch ist. Dann setzt er sich da hin und macht einen auf krank. Ja klar, sie geht im Westen unter. Das würde bedeuten, es ist eher Nachmittag, wenn er das, aber das kann durchaus sein, ehrlich gesagt. Tag. Also ich bin aufgestanden und habe dann den ganzen Tag den McCry aufgenommen. Das habe ich jetzt mittlerweile durchgeballert. Ja, genau, das ist die Westseite hier. Das habe ich gestern an einem Stück da durchgezogen. Das waren, ich glaube, noch 10 Aufnahmen oder so. Und ja, ich habe dann gestern zwei Poster bekommen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Die habe ich dann aufgehängt und ich habe dann kurz gezeigt, wo ich die Poster Boah, richtig viel Arbeit rein, hingehangen ne? habe. Das Poster, das ist das Michael Jordan Poster, das wollte ich schon immer haben, auch schon früher als Jugendlicher noch. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Und das andere ist mein Lieblingscharakter aus One Piece, der gute Zoro. Den Zoro. Hä, das haben wir doch, das hatte er doch schon. Das hat er doch mal in diesem anderen Video gezeigt. Oder? Habe ich noch nicht aufgehangen, aber das Poster von. Das ist doch ein Hey, wie viel Kartoffelsack Bier im ist das? Fenster, ja, in der Tat. Suche in einem Abflussrohr nach Rudes Ejakulat, um den Vaterschaftstest nach Rainers Existenz zu BES tätigen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dankeschön, aber in den Abflüssen dürfte wahrscheinlich jetzt schon eine gewaltige andere Überlagerung von anderem Ejakulat sein. Also, das kann man wahrscheinlich nicht mehr auseinanderfriemeln, was da wem gehört. Oder ich zeige das nachher nochmal kurz. Dann machen wir das so. Ich zeige das nachher nochmal kurz. ja, der Dragon Monday ist ausgefallen, weil ich, wie gesagt, mir geht es überhaupt nicht gut. Ja, und dann wird wieder geschnieft. Achtung, ich sag euch mal was, ja. Jeder von euch hat das schon mal gemacht, ja. Ihr braucht mir nichts erzählen. Es gibt diese Tage, da hat man einfach keinen Bock, ja. Ich geb das ganz offen zu. Bei mir war das gerne mal ein Donnerstag, ja, in meinem alten Job. Also
Du stehst auf, Montag, Dienstag, Mittwoch. Bist komplett am Arsch. Ja, du willst eigentlich Mittwoch schon Wochenende haben, hast du aber nicht. Und Donnerstag war bei mir immer der Tag, wo ich so richtig gefickt war. Und dann ist es mir halt auch schon mal passiert, dass ich halt wirklich an dem Mittwoch dann auch noch wirklich arg lang aufgeblieben bin und am Donnerstag dann wirklich echt nicht arbeiten wollte. Na, das gebe ich offen zu, habe ich ungefähr 3-mal gemacht, glaube ich. Und es war wirklich immer ein Donnerstag. 3-mal gemacht, dass ich wirklich, also jetzt, ne, über Jahre hinweg, ja, jetzt nicht irgendwie pro Monat oder sowas, aber auf jeden Fall dann dort angerufen, ja, natürlich, wie man es halt macht, wenn man krank ist, also unabhängig davon, Freitag bin ich wieder gegangen, aber es war dieser eine Donnerstag dann meistens, ja, weil ich dann einfach da nicht mehr konnte, so. Und dann habe ich da angerufen und man fühlt sich dann ja komplett scheiße, weil du musst denen ja irgendwas erzählen, ja, du musst ja irgendwie sagen, so, oh, ich bin krank und das muss ich ja authentisch anhören. Und da habe ich es halt wirklich ähnlich gemacht wie Rainer. Deswegen erkenne ich das jetzt auch einfach gut wieder. Ich glaube, viele von euch würden das auch erkennen. Die haben das auch schon mal ähnlich gemacht. Vielleicht nicht bei der Arbeit, aber Schule oder ne, irgendwo sich entschuldigen lassen. Manchmal wird man ja irgendwohin eingeladen und hat keinen Bock. Dann spielt man das vielleicht auch oder so. Ist uns allen schon mal passiert, auf jeden Fall. Ja. Aber dieses Schniefen, um die Lüge in dem Moment zu untermauern. Ich meine, so blöd war ich damals nicht. Ja, also ist gut. Oh, mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Hier ist der Beweis, dass ich krank bin. Guckt, versucht das mal selber. Stell dir mal vor, ihr müsstet jetzt entscheiden, ist der krank oder nicht. Achtet mal drauf. Ja, der Dragon Monday ist ausgefallen, weil ich, wie gesagt, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich habe dann gestern den ganzen Tag noch aufgenommen und ich bin auch heute erst um 1 Uhr aufgestanden, obwohl ich eigentlich mein Weg. Ja, ganz schlimm. Auf Zähne stehen habe und normalerweise so. Es könnte gut sein, dass das hier wirklich so 1-2 Uhr nachmittags ist, ja? Oder beziehungsweise mittags. So ist schon realistisch eigentlich. Dass er da wirklich gerade erst aufgestanden ist und dann so tut, als wäre er krank. Es ist utopisch. Ich war 5 Minuten vor meinem Wecker aufstehe. Aber irgendwie ist mir in den letzten 3 Tagen geht es mir überhaupt nicht gut. Ich habe die letzten 2 Karenztage pro Monat, lull. 3 Tage jeden Tag verpennt. Gestern bin ich um 12.30 Uhr aufgestanden, davor bin ich um 12 Uhr aufgestanden und heute um 13 Uhr. Also es wird irgendwie immer später. Das hat nichts mit Kranksein zu tun. Es hat damit was zu tun, dass du dir mal wieder komplett den Schlafrhythmus zerstört hast und dann wieder mit Energy schön reingekippt und dann, oh ne, ich geh jetzt doch irgendwie ins Bett, anstatt dann einmal durchzumachen und dann halt wieder zeitig ins Bett zu gehen. Nein, 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 nein. 3 Tage in Folge und jetzt hast du es beim 3. halt komplett übertrieben. Das ist meine Ansicht. Und das, ohne Scheiß, da brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Ich bin mir relativ sicher, dass das genau so abgelaufen ist. Der ist nicht krank. Weil kurz darauf war ja schon wieder alles in Ordnung. So, wenn du wirklich erkältet bist, wenn du wirklich einen grippalen Infekt hast, dann dauert es 1 Woche, ja. So, wenn du Glück hast, dauert es 5-6 Tage, aber im Endeffekt bleibt es 1 Woche. Teilweise verschleppst du ein bisschen was, dann dauert es 2 Wochen, ja. Und zumindest irgendwelche Symptome hast du dann vielleicht noch länger als 1 Woche. So. Aber so bis du über den Berg bist, 1 Woche, kann man durchaus immer sagen. Rainerle ist nicht krank. Und auch schon gar nicht so, dass er nicht irgendwie in der Lage ist, mal 10 Minuten irgendwas aufzunehmen. Für ihn ist das natürlich Schwerstarbeit, aber so kann es mir nicht erzählen. Ich meine, er kann den Dragon Monday auch irgendwie da im Sitzen machen. Wenn er so hier 2 Minuten rumlabern kann, kann er auch 2 Minuten Dragon Monday machen. Das ist halt einfach lächerlich, Mann. Mir geht's echt gut. Er kriegt nicht mal dieses eine Ding pro Woche hin. Er kriegt dieses eine Ding pro Woche nicht hin. Ich nehme jetzt auch schon momentan Meditonzin. Oh, sogar. Dass es mir wieder besser geht. Ja, ich zeige euch jetzt noch dann die Poster schnell und dann würde ich den Vlog direkt hochladen. Hier ist das Bild von Zorro. Dieser Mann wird im August 30 Jahre alt. Ja. Sau cool. Jo, Stream wird hochgeladen. Das ist noch in seinem alten Stil. Obwohl, nee, das ist schon mit dem Auge sogar. Hier ist das Michael Jordan Poster. Sau cool. Das habe ich mir immer gewünscht, das wollte ich schon ewig haben. Aber ich hatte die 10 Euro halt einfach nicht. Oder was kostet sowas? Das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie unerschwinglich ist. Selbst wenn original irgendwie original Autogramm drauf wäre, würde man das für den halbwegs erschwinglichen Preis vielleicht irgendwie bekommen.
Und er tut da so, als wäre das so eine Rarität. Ja, die, also unfassbar, wirklich. Meine Güte. Ja. Ja, das Regal, ja, das. Das, nee. Gut, das war's eigentlich schon. Gut, dann danke ich euch fürs. Oh, mir ist gerade wirklich so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, als er da gerade so ins Mikro geprustet hat. Schon. Und ich weiß noch nicht, wann ich dann das nächste Video hochlade. Was war das? Ciao. Ja, hier. Alter, was zum Fick. Ich zeige jetzt mal hier, wie ich hier mein Poster, Etzala und dies und das. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. So, ganz kurz, einen Moment. Wir gucken das nächste vom 21.03. Das ist, das heißt Donnerstagabend. Gebt mir mal kurz eine Sekunde. So, wo haben wir es denn? Augenblick. So. Momentchen mal. Etzadler. Donnerstagabend ist vom 21. Ja, ich weiß nicht, ob Jonka am Start ist, dass wir noch ein Kapitelchen lesen. Ich kann heute ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig lange. Ich hätte so ungefähr 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr noch gedacht, aber so, dass das ungefähr auf den. Wenn ich krank bin, lese ich die Memoiren von Rudes Russlandfeldzug. Danach buddel ich mir Aspirin Re in ihr Schwanken. Danke. Genau, müssen wir mal schauen. Vielleicht das nochmal lesen. Genau. Bitte erklär mir, wieso ihr zusammen lest. Ja, weil es halt unser Projekt so ein bisschen ist mit dieser Version, die wir da von Rainerles Büchlein haben. Und unser Ansinnen war mal, das zu vertonen, was dann zeitlich so nicht hingehauen hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen haben wir gedacht, lesen wir das im Stream, damit das nicht umsonst war. Das geben wir uns aber dann später. Und schauen mal. Metal, Leute. Servus. Und ein herzliches Willkommen beim Drachen. So, machen wir mal an. Eigentlich im Stream weist er auf die VR-Brille hin und geht dann auf nach dem. Er 15.000 Barren hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Barren er da eingeheimst hat, ob er da eine Ahnung hat, wie viel das über, also gewechselt eigentlich bedeutet, aber es waren dann ja über 50 Dollar, das bedeutet, für ihn reicht das dann halt auf jeden Fall. Ja. Ja, ich habe Etzel auch die Kriselkrätze. Ja, das haben wir wieder ein schönes Profilbild für Twitter, wer das haben möchte. Macht jetzt einen Screenshot. So. Also, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, deswegen mache ich das Video jetzt hier im Gang, auch weil ich auf mein Essen aufpassen muss. Ich habe in der letzten Zeit viel zu tun, auch zu Hause. Auch zu Hause. Aber besonders woanders halt, ne? Also, Junge, du verlässt dein Haus so gut wie nie. Was? Ich habe in letzter Zeit so viel zu tun, auch zu Hause. Man kann es sich doch nicht mehr ausdenken. Ich atme in der letzten Zeit relativ viel, auch Sauerstoff. Mein Gott. Und habe unter anderem jetzt für euch ein paar Infos. Zunächst mal, ich habe bereits wieder einen Drachenlord in den Stadtlöchern, wie auch immer. Okay, ja, das ist natürlich, also, das ist doch sein Ankündigungsformat, oder? Also er kündigt hier gerade sein Ankündigungsformat an. Und das ist auch bezeichnend, dass er einfach für diesen Videotitel nichts anderes gefunden hat, als den Tageszeitpunkt, an dem er das aufgenommen hat. Ich meine, es soll ja Leute geben, die das irgendwie schön finden und auch gewissermaßen befreiend. Und ich kann der Idee auch ein bisschen was abgewinnen, so eine Art Videotagebuch zu führen und das halt wirklich
Vloggen zu nennen und dann halt wirklich wie so ein Tagebuch eben was zu schreiben, beziehungsweise in dem Fall dann eben als Video einzusprechen. Und ich meine, die Idee, ich habe generell irgendwie, ich bin so ein bisschen so ein Dokumentationsfreak. Ich mag das, wenn man so Sachen einfach irgendwie auflistet. Ich persönlich sehe das voll oft so, dass ich mir, wenn ich so, so Tischkalender oder auch so Buchkalender habe und man findet die von vor ein paar Jahren mal, weil man die in irgendeiner Kiste halt hat, dann schaut man da mal rein und denkt sich so, ah krass, was ich da gemacht habe. Ich meine, wer weiß schon, was er am 12. April vor 3 Jahren gemacht hat. Ich könnte das bei mir nicht mehr sagen. Ich kann das grob des Jahr noch so ungefähr, was war da und so. Aber ich finde das irgendwie schön, so sein eigenes Leben so ein bisschen zu dokumentieren. Und ich mache es natürlich trotzdem nicht, weil ich viel zu faul für sowas bin und der Mehrwert ist natürlich nicht wirklich gegeben, aber grundsätzlich mag ich es. Danke. Und wenn man jetzt wirklich so YouTube-affin ist und sich da eh zeigt und eh dieses ganze Ding macht, dann könnte man, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute so ein Videotagebuch führen. Und das wäre bei Rainer eher gewissermaßen auch irgendwie, das wäre mal was. Aber er macht das einfach völlig willkürlich. Er schafft es nicht mal einmal am Tag irgendein Video zu bringen, obwohl er halt einfach davon leben könnte. Er könnte dann wirklich davon leben, weil das würde den YouTube-Algorithmus halt komplett befeuern. Aber er ist ja diesem Wahn verfallen, ein Let's Player zu sein und kann nicht mal die einfachsten Kinderrätsel für 6-Jährige lösen. Also das ist wirklich nur so am Rand. Ich habe bereits die Kommentare rauszusuchen, was echt nicht einfach war. Habe ich 2 Stunden rausgesucht, weil ich natürlich nicht immer diesen ganzen Hater-Scheiß nehmen will. Dann Alter, dieses Spiegelbild hier. Hab ich. Alter, warum bist du eigentlich so außer Atem und dermaßen verschwitzt? Was ist denn los mit dir, sag mal? Besser gesagt, dann haben wir in dem Fall einen neuen Song für euch. Wir hatten zwar ursprünglich vor, eigentlich eine Single draus zu machen. Eigentlich hatten wir vor. Oh ja, ist echt ein bisschen laut. Warte mal, kann man das irgendwo hier ein bisschen. Eine EMP, genau. Ursprünglich hatten wir vor, eine EP zu machen. Ach ja, stimmt, der ist ja krank. Aus der EP wurde jetzt aber nichts, aus verschiedenen Gründen. Teilweise wegen mir. Die EP bringt im Moment... Teilweise wegen mir, also ich sag mal 99% wegen dir. Noch nichts, haben wir gesagt, okay, wir machen aber trotzdem, dass wir den Song rausbringen. Alter, zu der ursprünglichen EP-Idee kam auch der Song, der jetzt vor kurzem was rauskam. Also wir haben ja jetzt erst einen Song rausgebracht. Und zwar... Habt ihr die... Achtet mal bitte auf die Finger. Hey Alter, wo ist mein Hals? Die Frage stellt sich. Ey, Alter, wo sind meine Fingergelenke? Aber wenn ich das sehe, da schüttelt es mich einfach. Guck mal auf die Finger, Alter. Ah! Ich krieg die Krise. Absolut kriege ich da die Krise, wenn ich das sehe. Meine Stärke. Und ein neuer Song heißt Ding. Kann ich euch noch nicht sagen, wann der kommt. Wir sind aber momentan schon dabei. Und uns... Da bin ich es wieder. Wenn er wieder dieses Musik, oh, ich bin ein erfolgreicher Musikproduzent, oh, wir sind dabei, oh, das läuft, oh, ich mache eine EP, ich mache ein Album. Alter, ich meine, möchte ihn doch wirklich katapultieren, den Typ. So zum drum kümmern, kleinen Moment. Oh, ich könnte kotzen, ey. Das ist mein Essen auch noch angebrannt. Egal. Das ist wieder so ein typischer reiner Moment. Er hat fucking 24 Stunden am Tag, ja? Und er ist so beschäftigt, dass er dieses Video nur aufnehmen kann, während er gerade irgendwas im Backofen hat oder so. Und das lässt er natürlich dann verbrennen, weil er halt original nichts kann und schon gar nicht 2 Dinge auf einmal. Es ist unbeschreiblich. Du hast ein Leben ohne jegliche Verpflichtung und schaffst es nicht, ein 4-Minuten-Video zu einem Zeitpunkt aufzunehmen, wo du auch wirklich mal 4 Minuten hast. Du machst nichts anderes in deinem Leben. Nichts. Also, passt auf. Wie gesagt, ich bin echt zwischen mehr oder weniger tatsächlich zwischen Tür und Angel gerade. Also, wir haben jetzt einen neuen Song gemacht. Der kommt die nächsten Tage. Wann genau, sage ich euch noch. Und wir arbeiten momentan auch an verschiedenen Songs. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und ich... sag mal... Ich bin's gerade wieder so dermaßen, wie er da schnaufend steht, ohne eine Arbeitsleistung erbracht zu haben. Er ist einfach diese Treppe da runtergemädelt vielleicht gerade mal, ja. Verschwitzt mit rotem Mosskopf einfach, ja. Und erzählt von seiner Musikkarriere. Du packst es einfach nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir eine EP machen. Es wird wahrscheinlich jetzt doch noch ein bisschen länger dauern als ursprünglich erwartet.
Aber es wird auf jeden Fall weiter gearbeitet an den Songs. Und ja, das ist diesmal, wie ihr offensichtlich auch merkt, keine leere Versprechung. Oder kein leeres Versprechen, weil ich habe ja in der letzten Zeit öfter mal Sachen gezeigt und gesagt und so, ne? Was die Songs angeht, und das kam auch bisher alles. So. Er ist so also utopisch, dass er immer noch diese Ford-Flagge da hängen hat. Junge, er ist doch einfach im Körper eines. Also, er ist einfach 12 Jahre alt im Körper eines 50-Jährigen. So, das ist einfach die Mischung, die da aufeinander trifft. Unglaublich. Nur der aktuelle Tag ist im Moment noch ungenau. Dann haben wir aktuell. Aktuell mein Leben, das so facettenreich ist. So viele Dinge laufen parallel. Es ist Wahnsinn, ja, was sein Hirn eigentlich alles aufbietet. Seine gesamte Motivation, die er darstellt, ja, die er hat, was da aufgeboten wird für eine Leistung, nur um sich selber vorzuspielen, dass man kein arbeitsloser Kinderspiele-Let's Player ist, der 100 Klicks auf ein Video hat oder so, ja. Er flüchtet sich, es ist wirklich, das grenzt an Wahn eigentlich, ja. Also, das sind absolut übersteigerte Ideen. Es ist unglaublich, wie, dass er da ernsthaft, also wirklich mit vollem Ernst diese Dinge verfolgt, obwohl er einfach absolut kein Talent hat. Also gar nichts. Es ist nicht mal so, dass da irgendwie Leute sagen so, ja, okay, er kann nicht Let's Playen, er kann keine Vlogs machen, eh, aber so ein bisschen singen kann er schon, das können wir nicht abstreiten. So, das gibt's nicht. Er ist selbst für einen absoluten Laien komplett inkompetent. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Und dann manövriert er sich in eine Lage, wo er irgendwas davon erzählt, ein Album zu produzieren, das zu 99,9% von irgendwelchen Dullis erschaffen wird, ja, wo er dann so motivationslos irgendwas auf die Tonspur drauf faselt. Dann legen die Autotune drüber und dann wird das als Song veröffentlicht, damit er sich seine 100 Euro da einstreichen kann. Den anderen gibt der Original gar nichts ab. Es ist Wahnsinn. Es ist absolut Wahnsinn. Ich das Problem, dass ich nicht genau weiß, welche Let's Plays ich als nächstes jetzt mache. Da komme ich aber auf dem Gaming-Kanal nochmal zu sprechen. Und Ja, welche wohl? Mach doch einfach die gleichen drei, die du sonst auch immer spielst, oder? Gaming-Kanal nochmal zu sprechen. Der Dragon Monday ist die Woche ja ausgefallen. Das habe ich euch auch schon erzählt, dass es mir nicht so gut ging die Woche. Der Dragon Monday wird aber am Montag wieder weitergehen, ganz normal, als wäre keiner ausgefallen. Ja, Grüße an Rainer aus Lachen. Ich hoffe, dass es mir jetzt dann auch wieder besser geht. Ein bisschen verschnitten. Wollt ihr noch irgendeinen weiteren Beweis, dass seine Krankheit erlogen ist? Bin ich noch, aber ansonsten geht es mir mittlerweile wieder fit. Ich hatte zwischenzeitlich sogar mal 39 Fieber zwischendurch. Also mir geht es mittlerweile wieder gut. Und bin jetzt auch soweit fit. Dann würde ich sagen, jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, Freitag, Samstag, Sonntag werde ich die Sachen fertig machen für den Drachenlord. Heute ist Donnerstag. Ich werde das, denke ich, heute noch fertig. Alter, diese Haare, ne? Ach, der Reiner. Wir können wirklich froh sein, dass es eine große satirische Rolle ist, die hier gespielt wird und dass es diesen Mann in der Form eigentlich natürlich gar nicht gibt. Also die Maskenbildner an der Stelle, also diese Frisur, wie die das immer so schaffen, dass das so aussieht, als ob das wirklich so wächst, ne? Das ist Wahnsinn. Die müssen irgendwie hunderte von Perücken haben, um das irgendwie so darzustellen. Also ist schon krass. Und richtig krass. Hat er das Fieber mit dem Prostata-Massagegerät gemessen? Ja, vermutlich. Ich machen, dann kann ich es bis Wochenende hochladen. Das weiß ich noch nicht genau wann, aber das wird auf jeden Fall so laufen. Und das heißt, wir werden spätestens dann am Wochenende, wir werden spätestens am Wochenende einen neuen Drachenlord haben. Die Vlogs laufen, wie gesagt, ganz normal weiter. Und ich schaue, dass ich wieder jeden Tag einen Vlog machen kann. Wenn natürlich jetzt nicht jeden Tag was Interessantes passiert, so wie jetzt gestern und vor. Sag mal, es passiert halt einfach überhaupt nie irgendwas Nennenswertes. Angenommen, es gibt auch keine Hater. Was hast du denn da noch zu erzählen? Dann gibt es nichts mehr. Ja, ich war krank. Ja, das Format, das ich angekündigt habe, kam nicht. Ja, ich mache ein Lied. Ja, mein Essen ist verbrannt. Wow, also es ist schon Premium-Unterhaltung. Also wer da nicht mitgeht, Junge,
Das ist einfach Hollywood-Shit hier. Das ist, kannst du nichts sagen, gar nichts. Gestern, wo ich größtenteils im Bett lag oder am Zocken war, weil ich sonst nichts anderes zu tun hatte, so privat ein bisschen, dann werde ich natürlich nicht extra ein Video dazu machen. Oder ich packe mehrere kleine Sachen in ein Video und mache das dann. Nee, machst du nicht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache, haut rein und ich werde jetzt erstmal zu Abend essen, bevor ich meine Gaming-Aufnahmen mache. Er tut mir fast leid. Ich meine, er hat sich da wirklich so in diesen Wahn reingerendert, ja. Also, oh ja, ich muss so viel machen. Oh, erstmal essen, oh, nebenbei noch einen Vlog und dann noch Kinderspiele spielen und das aufnehmen für meinen erfolgreichen Gaming-Kanal auf YouTube, mit dem ich Millionär werde. Ey, sorry, aber du bist einfach ein Arbeitsloser, der völlig unangemessene Kinderspiele spielt. Für sein Alter. Gut, ich will nichts sagen, ich spiele auch Spiele, so, die sind eher für Leute, die so 16 rum sind, so, ja, okay, unbenommen. Irgendwie schrumpft, es gibt ja dann kein Spiel mehr, das ab 25 oder ab 30 oder sowas ist. Ja, gibt's ja nicht mehr so, ne? In dem Sinne macht das keinen Sinn, das zu kritisieren. Aber letzten Endes, er spielt halt einfach de facto Kinderspiele, an denen er scheitert. Und bezeichnet das als Beruf. Ja, ich bin's halt. Und ich bin krank. Boah, Mann, bin ich krank. Tschüss. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch... Oh, Lel, was ist denn jetzt passiert? Jetzt seht ihr hier den Chat unnötigerweise. Ich habe das Fenster weggeklickt. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, jetzt die anderen Uploads noch anzuschauen. Eigentlich weniger, würde ich persönlich sagen. Oh, das sieht aber nicht gut aus. So, Augenblick mal eben. Ich muss hier mal ganz kurz alles wieder einrichten. Ja. Gut, die Frage ist jetzt natürlich... Bruder. So. Ich frage es jetzt natürlich, was wir noch angucken wollen. Besuchsvideo gibt es noch. Welches denn? Wie heißt denn das genau? Weiß einer, wie das heißt? Drachenlord Besuch 2019. 25.03. Wenn man einfach mal Drachenlord besucht und dann entsprechend filtert. Diese Woche. Ja, ich weiß, dass er live ist, aber kann man sich jetzt nicht geben. Doch, es gibt ein neues Besuchsvideo. Wartet mal kurz. Ach, Dreck. Wie finde ich das denn jetzt? Vielleicht 25. März? Weiß einer, wie das heißt? Ja, ich kann mich jetzt hier gerade nicht in Twitter einloggen. Das ist die Problematik. Ja, vom 25. wäre ja heute, ne? 22.03. Hier, das wahrscheinlich. Okay, das geht ja aber nur 45 Sekunden. Naja.
Ah, die Winglsche Kabelführung. Man kennt es. Ah, das war ja schon auf Twitter. Das ist ja im Prinzip nur der Alarm, der ausgelöst wird. Utopisch. Herr Winkler, was soll das? Ja, also gab es schon bessere. Ich meine, kann man mal machen, aber. Wo ist die Action? Wo ist der aktive Hate? Ja, true. Er filmt quer, das muss man ihm lassen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber im Endeffekt, also wenn es das war, ja, ich weiß auch nicht. 45 Sekunden Besuchsvideo ist halt jetzt nicht so gut. Mulumbi vom 24.03. So, gucken wir mal kurz. Sonne, Smile, Samstag. Ja, das weiß ich, wollte das noch sehen, sonst würde ich mal langsam jetzt zum Lesen übergehen. Wie gesagt, jetzt sind es 2 Stunden, bisschen lesen geht schon noch. Ja, okay, gucken wir uns das hier noch an, ja, die Zusammenfassung. Das können wir gerade noch machen und dann lassen wir es mal für heute. Dann sind wir beim 24. angekommen. So. Herzlich willkommen heute mal wieder draußen und ohne Scheiß. Kaum ist das Wetter wieder mal ein bisschen schöner. Kaum hat man mal ein bisschen, ich weiß gar nicht was. Ja, was hat man denn, hä? Was hat man denn? Harten Arbeitstag, viel Gartenarbeit, eine Freundin, die heute Abend noch vorbeikommt. Nee, 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 was hat man denn? Ja, gar nichts. Man sitzt einfach tatenlos vor seiner Schimmelbaracke, anstatt die mal ordentlich aufzuräumen. Und regt sich dann auf, dass dann Leute kommen, die man im Prinzip mehrfach eingeladen hat. Ja, sowas Blödes aber auch. Und schon müssen die Leute hier wirklich wieder nur auf die Kacke hauen. Die können heute echt nicht die Fresse aus. Was ist mit euch los? Ganz im Ernst, was ist mit euch los? Ich meine, ohne Scheiß, manchmal habe ich das Gefühl, die Menschheit verdummt jedes Jahr mehr. Das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Ich Ich meine. habe intensiv respiriert, als ich sah, wie oft sich dieses Fettgebilde täglich seinen Speer rendert. Hashtag Wixne. Danke. Es ist ein wunderschöner Samstag. Da haben die nichts Besseres zu tun, als bei mir vor Hause zu stehen. Ich meine, wie dumm kann man sein? Mal im Ernst. Ich meine, ich hocke hier, ich mache ein bisschen Gartenarbeit, ich mache ein Lüge. bisschen was an meinem Schützwäglein. Und da kommen halt einfach Leute, die hier rumeiern und mir auf die Eier gehen, weil es einfach ein schöner Tag ist und weil, ohne Scheiß, es waren heute früh welche da oder heute Vormittag. Wir sind aus Österreich gekommen. Ja, Wahnsinn. So, wollt ihr jetzt einen Orden dafür oder was? Ich meine, ihr fahrt durch Österreich, ihr fahrt durch Deutschland, um zu mir zu kommen. Wo ist das Problem? Ich denke, du hast nur Fans. Und irgendwie scheint es dich ja doch zu beeindrucken. Naja. Warum? Wollt ihr dafür jetzt einen Orden oder was ist los? Geht meine Anlage drin an, das hat sich jetzt nach Rauschen angehört, das war aber tatsächlich ein Song. Wow. Seht her, ich kann meine Anlage vom Garten aus steuern. Man kann noch mal einen anderen Song machen. Moment. Ja. Wow. Also ich kann quasi mit meinem Tablet über das Ökosystem meine Anlage innen steuern. Er tut so, als ob er irgendwie, weiß ich nicht, einen Satellit in den Orbit geschossen hätte. Seht her, ich kann Amazon-Produkte mit meinem Handy verknüpfen. Hat man echt den Leuten ins Hirn geschissen? Von je jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass die Leute dümmer werden. Zumindest. Die Leute, die hier wirklich herkommen und mir auf die Eier gehen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass jedes Jahr der IQ der Menschheit um. Feindlicher Orbitalsatellit. Feindlicher Orgitalsatellit.
ungefähr 100% abnimmt. Der Rainer wird jeden Tag dümmer, der bekommt keinen Satz gerade gerendert. Rita klaut Strom. Der Schluss noch. Danke. Ehrenspende. Und das ist eigentlich ironisch, weil man denkt eigentlich, dass es irgendwann nicht mehr noch tiefer geht. Aber offensichtlich geht's so. Was ist denn daran ironisch? Das ist so geil. Rainer ist eigentlich fast auf dem Level wie Mimon, dass er immer irgendwelche Worte, ich meine, bei Mimon ist es so, dass er die tatsächlich kennt, diese Worte, aber im falschen Kontext oft benutzt, ja, geschenkt. Bei Rainer ist es aber, dass er die Worte nicht mal kennt. Also er hat sie mal gehört, er reproduziert sie, aber er kennt die Bedeutung eigentlich nicht und kannte die Bedeutung auch nie. Es ist auch nicht so, dass er Dinge irgendwie durcheinander bringt, sondern er benutzt sie halt einfach komplett falsch. Ich erinnere daran, dass das immer wieder gern gesehen, da dieses Wort Objektivität. Er weiß nicht, was Objektivität wirklich bedeutet. Für ihn ist das irgendwie objektiv von einer Kamera. Also alles, was sich in seiner kleinen, beschränkten Welt halt irgendwie daraus replizieren oder erklären lässt, ja, so benutzt er die Worte. Also das ist Wahnsinn, ja. Und dann tut er so, als ob er irgendwie eloquent und belesen wäre. Das ist brutal. Implementieren, ja, bestes Beispiel. Ist noch besser als Objektivität. Manche Leute sind hier, ja, zum Beispiel vor 2-3 Tagen habe ich mitten in der Nacht hier, oder gestern war das, glaube ich, sogar direkt, ich komme da schon mittlerweile gar nicht mit, waren mitten in der Nacht hier Leute, so komische Quietschpfeife dabei hatten und ein paar Mal so dieses Geräusch gemacht haben, als würde der Zug kommen, so ungefähr. Und ich weiß nicht, dabei haben sie gelacht, so Quietschgeräusche und dann lachen sie. Ja, so richtig dumm, also da denkt man doch ernsthaft, wie alt seid ihr? 5? Ich arbeite momentan an so vielen Projekten, übrigens der Drachenlord kommt jetzt doch erst nächste Woche, das schaffe ich die Woche nicht mehr. Daneben, ich meine, man könnte echt meinen, dass die Menschheit nach und nach immer mehr verdummt. Jetzt zum Beispiel fahren wieder Idioten vorbei. Bestes Beispiel. Allerbeste Ehrenmänner. Grüße gehen raus an die Bleifüße vom ASB 8. Bestes Beispiel dafür. Man darf hier überhaupt nicht durchfahren. Aber statt dass die hierher gehen, der war auch gerade schon da und hat hier... Schnaufen, lesen, BLM, das Internet, die Telekom, Menschen auf der Straße, alles Karkeida. Armes Unschul. Ja, der Arme. Och Mensch, dankeschön. Rumgefilmt. Ich meine im Ernst. So, der Witz ist ja, dass die Leute noch nicht einmal begreifen, wenn sie Scheiße bauen. Das ist diese ganze diese Worthülsen, Alter. Die Leute bauen Scheiße. Ne? Diese Aktion völlig für den Arsch. Die Frage ist halt letzten Endes, was haben die Leute davon? Mal einen kurzen Lacher für vielleicht 10 Minuten. Das war ein schöner Lacher gerade, ja. Minuten, dann vielleicht noch ein paar 100 Klicks in YouTube. Oh. Weil die meisten, die dann wirklich die Videos auch reinstellen, das ist der Witz dran, dass die ja noch nicht einmal wirklich Abonnenten. Selbstreflexionsort. Professor Dr. Rainer Eiwinkler. Das kann sich keiner mehr ausdenken. Punkt. South Park RL. Lel, dankeschön. Haben oder Aufrufe haben dadurch. Das sind einfach mittlerweile so viele, dass die einzigen, die wirklich interessant sind, die großen YouTuber sind. Also die großen Hater-YouTuber sind, wie Molumbi und so weiter. Grüße gehen raus. Und diese ganzen Komiker, ja. Also es sind die einzigen, die wirklich. Hi. Dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann tatsächlich das Sagen haben. Und es ist letzten Endes halt total lächerlich, weil. Wenn man so bedenkt, was die da den ganzen Tag für eine Scheiße bauen und für den Müll produzieren. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Leute, die den ganzen Tag Scheiße bauen und Müll produzieren. Meme. Dieser Sperrmüll hier neben seinem Haus, der ungefähr bald die Ausmaße von dem Haus erreicht. Meine Güte. Oh, das war's schon. Okay. Ja. Wow. Okay. Das ist Ironie. Genau, ja. Hast du recht. Gut.
Dann würde ich den offiziellen Teil sozusagen beenden für heute. Jetzt nochmal ein bisschen kurz lesen, ein Kapitel. Und ja, dann wären wir am Ende sozusagen. Ich hoffe, ihr habt da jetzt noch ein bisschen Bock drauf. Ich verstehe, wenn jetzt die meisten gehen und sagen, jo, das Gelese, naja, aber die Leute, die das zu schätzen wissen, sind natürlich herzlich eingeladen, sich das zu geben. Genau. Und dann gehe ich mal eben in Discord. Ich weiß gar nicht, wo wir waren, aber das lässt sich ja herausfinden. Ah, das klappt mal wieder wunderbar. Huch, nee, Moment. Lel. Mädel. Hallo. So, ja, ich muss das mal wieder aufrufen. Kapital 11. Ja, Moment. Auf den Wegen des Lebens. Ja, das hat natürlich jetzt... wo hab ich's denn? Auf Wegen des Lebens. So. Und Grüße an den Chat natürlich. Jawohl. Kapital 11. Ist das schon das 12? So. Die Texte sind alle gleich, ja, das stimmt. Also viel gibt sich das nicht. Das ist allerdings im Prinzip nicht wirklich aus dem Buch, sondern da hat Rainer natürlich seine tolle Cross-Promo-Ader mal ein bisschen pulsieren lassen. Das stammt jetzt aus dem Buch Männer oder Frauen. Ja? Das ist also quasi so ein kleiner Exkurs in seinem Buch. Genau. Eins von zwei. Ja. War auf andere. Genau. Bevor wir das jetzt lesen, ja, das hier ist in keinster Weise irgendwie Diffamierung, Kritik, also böswillige Kritik oder Hate Speech. Das ist einfach nur eine literarische Auseinandersetzung mit den Werken eines jungen Erotikbuchautors. Genau, Grüße und dadurch, dass wir zitieren, müssen wir natürlich auch alles genauso vorlesen, genau, wie es da steht. Alles andere wäre Verschwendung. Grüße an die Leute, die sich das bei YouTube dann später anschauen, wenn wieder Strikes geprügelt werden. So. Bildschirm musste noch ändern, damit die Leute, die skippen, das sofort finden oder ausschalten können oder wie auch immer. Oh ja, das Kaminbildchen. Ach ja, genau, das Kaminbildchen. So. Los geht's. Da ist es. So. Ist ein längeres Kapitel, glaube ich. Echt? Ja, wir werden sehen. Ich glaube schon, ja. Kapital 11. Aus dem Buch Männer oder Frauen. Rainer saß unsicher am Tisch, während Erwin am Herd stand und heißes Wasser in die Teekanne schüttete. Er war unsicher, was er sagen sollte. Vor etwa 2 Stunden war er den alten Ben besuchen gekommen und erschrocken festgestellt, dass er im Badezimmer lag, nackt und offenbar bewusstlos. Er hatte den Alten eine Decke geholt und wollte ihn aufwecken, aber noch bevor er eine Decke fand, stand der Alte hinter ihm in der Tür zum Schlafzimmer und winkte ihn zu sich. Er folgte der Aufforderung und fragte, ob alles okay sei. Als er ins Schlafzimmer kam, war alles dunkel und der Alte sagte, schließ bitte die Tür hinter dir. Etwas verunsichert, folgte er der Aufforderung und tat es. Nun war es vollkommen dunkel. Plötzlich spürte er, wie etwas seinen Schritt streifte. Verunsichert fragte er, ob der Alte kein Licht anmachen könne. Es dauerte einen Moment, dann brannte der Alte eine Kerze auf dem Nachttisch an. Sie spendete nicht viel Licht, aber immerhin erkannte man nun etwas. Erschrocken stellte er fest, dass der Alte noch immer nackt war. Das hat man natürlich ohne die Kerze nicht gesehen die ganze Zeit.
und noch dazu eine Erektion hatte. Huch. Er kam auf den Jungen zu. Dabei streichelte Eher offensichtlich über sein erregtes Glied. Verunsichert überlegte er, abzuhauen. Doch irgendetwas an dem Anblick, wie der Alte seine Erektion streichelte, hielt ihn fest. Der Alte stand nun vor ihm und streichelte mit der Hand über Rainers Hose. Er wusste nicht, warum, aber der Anblick des Alten mit der einen Hand an seinem eigenen und der anderen an seinem Penis tastend erregte ihn. Ja. Alter. Einer ist wirklich so ein Rentneropfer 67. Also, der macht das. Ich verstehe. Glaubst du, dass ihn das angemacht hat beim Schreiben? Den Fehlern nachzuurteilen, ja. Tja, Mensch, das ist. Ja, das ist. Uff. Ja, und er spricht halt auch immer von der Junge. Man weiß ja gar nicht, noch nicht, wie alt er da ist. Der Junge. Ja, das kommt in dem, also das, man kann schon mal vorwegnehmen, er ist auf jeden Fall volljährig, das definitiv. Ich glaube, er ist 19, oder? In dem Kapitel dann. Aber ja, das ist. Ja, aber er schreibt halt die ganze Zeit der Junge und der Alte. Das ist halt schon ein wenig befremdlich. Als der Alte spürte, dass der Junge zu wachsen begann, öffnete er dessen Hose. Es war nur eine kurze und zog sie ihm herunter. Die Unterhose begann sich bereits stark zu spannen. Und als der Alte mit der Hand gegen die spürte, seines Glied stieß, spürte er eine Bewegung in seinem Glied. Der Alte sah ihn lächelnd an und befreite den Jungen noch von der Unterhose, von mit F. Als er sie ihm auszog, sprang ihm das Glied regelrecht entgegen und Rainer spürte pure Erregung. So etwas kannte er bislang nicht. Der Alte nahm seinen eigenen Penis in die Hand und stieß mit der Spitze spielerisch den Jungen an. Der spürte erneut dieses Ziehen. Und als er an sich herab sah, bemerkte er, dass sich sein Glied von alleine bewegt hatte. Damit hat anscheinend das, ne? Gefällt. Ja. Mit diesen unwillkürlichen Zuckungen, damit hat das halt einfach, das ist, was stimmt da eigentlich mit ihm nicht? Also ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Also das ist, ich meine, klar, das ist so eine anatomische Sache halt, das geht, ja, aber so, wer misst dieser Sache so viel Bedeutung bei? Ist das irgendwie? Ja, vielleicht kriegt er sonst keine. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat es wirklich damit zu tun, dass das bei ihm schon wirklich eine Seltenheit ist, dass da was geht. Ne? Anscheinend gefällt deinem Schwanz, wen meiner ihn berührt. Was? Der Alte lächelte wieder. Der Alte lächelte wieder und deutere auf Fas Bett. Dann legte er sich darauf und beobachtete, wie der Junge seine Hose und Schuhe ganz auszog. In nicht dieser Reihenfolge. Ja, keine Ahnung. Der Alte sah dem Jungen zu und ihm schien zu gefallen, was er sah. Den er wichste sich angeregt den Schwanz. Ach, du liebes Liesel. Das Hemd auch, sagte der Alte, als der Junge zu ihm auf das Bett steigen wollte. Der Junge tat, wie ihm geheißen. Dann, das erinnert mich irgendwie an Sex im Mittelalter, war das, glaube ich, ne? Genau, ja. Da hat er die Formulierung her. Wie ihm geheißen. Ja. Dann kletterte er auf das Bett und wusste nicht, was er machen sollte. Der andere sagte, dass er sich hinlegen solle. Und das tat er dann auch. Er war sich unsicher, was jetzt weiter passierte. Dann spürte er,
wie der Alte mit der Hand an seinem Bein hinauf und hinunter fuhr. Der streifte seinen Bauch und seine Brust und wieder zurück. Als er das zweite Mal an dem Lendenbereich vorbei kam, umfasste er den Jungen mit fester Hand und begann, ihn auf und ab zu bewegen. Der Junge stöhnte. Der Alte... Habe ich es geschafft, dass ich dich zum Höhepunkt gebracht habe oder nicht? Bitte sag's mir. Quatsch. Einfach zu viel Hand-Eye-Konsum. Darf ich weiter? Das ist genauso mit dem Zucken. Was ein ekelhafter Text. Ah ja, gut, danke schön. Ja, genau. Also das kann durchaus... Ach so, war eine Spende. Ja, ja, genau. Mit dem Hinweis, dass diese Zukunftsgeschichte irgendwas aus Hentai auch entlehntes sein könnte. Also halte ich auch... halte ich auch für realistisch. Ja, wird das, ich meine, ich habe noch nie so ein also klar, habe ich mal irgendwie so auf so ein Hentai geklickt, ja, um mir so eine Scheiße mal anzugucken. Aber nicht jetzt irgendwie so, ne, so mit Funktion quasi. Aber wird das also thematisiert? Ist das was? Weiß, kann es einer von euch beantworten, der Hentai schaut? Also keine Ahnung. Ich habe bis jetzt nur indirekt gehört, dieses Gequietsche von so einem... Ja. Wäre mir neu. Der Deltman hat sich gerade geoutet. Nee. Ja. Okay. Erwin, der alte, weise Mentor, führt Ruina in die Welt des Fickness ein. Okay. Der alte Hab ein erregend... Moment. Der alte Hab ein erregtes Brummen von sich. Und der Junge sah auf. Der Alte wichste mit der einen Hand sich selbst und mit der anderen ihn. Immer wieder bewegte er den Jungen auf und ab. Dieser stöhnte und empfand Charme. Was ihn aber wunderte, auch Erregung. Es fühlte sich gut an, was der Alte da tat. Langsam wurde der Junge unruhig und der Alte wusste, der Junge würde jeden Moment einen Punkt überschreiten, den er noch nicht wollte. Er bewegte den Jungen langsamer und spürte, wie der Schwanz des Jungen in seiner Hand zuckte. Also ich glaube, Lächeln und Zucken ist in diesem Kapitel gleich auf. Ja, ja, ja. Und sich wand. Der Alte musste jetzt aufpassen. Er selbst war auch fast so weit. Aber er wollte das noch nicht. Er ließ den Jungen los. Dann legte er sich über ihn, so dass ihre Eier und Penisse direkt übereinander lagen. Sie spürten beide die Eichel und den Schaft des jeweils anderen. Gemeint im Wesentlichen im J A M J A M J A eben. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber dankeschön. Okay. Sie spürten beide die Eichel und den Schaft des jeweils anderen. Ebenso intensiv wie ihren eigenen. Der Alte küsste den Jungen und dieser erwiderte diesen. Oh Gott. Sie stöhnten und spürten, wie ihr Höhepunkt in weite Ferne rückte. Dann legte sich der Alte neben den Jungen und sagte, er solle sich umdrehen. Der Junge wusste nicht, was der Alte vorhatte. Aber bisher war alles, was er ihm zeigte, ein geiles Gefühl gewesen. Er drehte sich um und spürte die Erektion des Alten an seinem Hintern. Der Alte hatte doch nicht etwa das vor, was er glaubte. Er wollte etwas sagen, aber spürte schon sie... Der Alte sein Glied zwischen seine Pobacken drückte. Alter. Sehr bewegte es auf und ab, bis er den Eingang spürte. Dort verharrte er einen Moment. Dann spürte der Zunge, dass der Alte mit der Hand etwas Feucht und Glitschiges darauf verteilte und anscheinend auch seinen Schwanz damit einrieb.
Wieder wollte der Junge etwas sagen, doch der Alte unterbrach ihn. Das wird jetzt anfangs etwas komisch sein und vielleicht sogar weh tun. Aber vertrau mir, es wird dir gefallen und wen du es magst und mich in dir kommen lässt, boah, darfst du es bei mir machen. Alter, wie kann man so fertig sein? Ja, wie können wir so fertig sein, das zu lesen? Ja, also ich nehme mich da nicht aus. Also es ist schon eine Katastrophe, was hier wieder mal passiert. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis, dass es hier eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen, ja, wie soll man sagen, Entgleisung eines jungen Mannes. Das ist hier kein Mobbing. Der Junge konnte gar nicht antworten. Da spürte er ein anfänglich schönes Gefühl, als sich sein Anus öffnete, um den Alten in sich aufzunehmen. Doch schnell sopprte er, wie er sich weiter und weiter dehnte, und der Alte versuchte, in ihn einzudringen. Der Junge verkrampfte sich und der Alte meinte, dass er locker bleiben müsse. Das war leichter als gesagt, dachte er sich. Er stieß einen lauten Schrei aus, als er spürte, wie die Eichel des Alten in ihn eindrang. Der Alte bewegte sich kurz nicht. Dann spürte er, wie er sich weiter schob. Der Junge wollte etwas machen. Aber weil der Alte etwas auf seinen Glied aufgetragen hatte und auch auf seinen Hintern, konnte er nichts tun. Der Alte rutschte unaufhaltsam weiter in ihn und es brannte und tat ihm weh. Oh, ich bin verpasst. Na, egal. Dankeschön. Sorry, ich zu tief drin, so wie der Alte. Wir rutschen immer tiefer. Als er das Becken des Alten an seinem Hintern spürte, fing der Schmerz an nachzulassen. Und der Alte konnte offenbar auch nicht weiter in ihn dringen. Der Alte fragte, ob es ihm gut ginge, und der Junge nickte nucht. Als er sich erst mal an das Gefühl des Alten in ihm gewöhnt hatte, fühlte es sich sogar gut an. Der Junge legte eine Hand auf sein Glied und der Alte, der die Bewegung gesehen hatte, lächelte. Er schob sich noch ein Stück tiefer in den. Ich dachte, das geht nicht mehr. Egal. Sich noch ein Stück tiefer in den Jungen und der stöhnte. Dieses Mal aber vor Lust und nicht vor Schmerz. Genau. Er fühlte sich unbeschreiblich geil. Oh, Moment. Lies doch bitte vernünftig vor. Dann lade ich dich zur Buchvorstellung am 30. April 2019 im Rewe ein. Beck, omst auch Autogramm. Das ist doch genauso vorgelesen, wie der Autor das intendiert hat. Also das ist absolut korrekt vorgelesen hier. Ja, natürlich. Ah ja. Ist das Buch von Marcel Reich-Ranicki? Mir wird dabei mega unwohl, ja, das ist normal. Also wenn da nicht schlecht wird, so ein bisschen, wer da nicht so ein bisschen Kotz im Hals hat, der, ja. Wo waren wir denn? Soll ich wieder? Er fühlte sich unbeschreiblich geil an, als der Alte begann, sich in ihm zu bewegen. Und langsam wurde der Alte schneller und machte immer tiefere Stöße oder glitt weiter aus ihm heraus als zuvor. Der Junge stöhnte und wichste sich dabei. Er konnte nicht glauben, wie geil es sich anfühlte. Wer hätte gedacht, dass sich Sex mit einem anderen Mann so geil anfühlen konnte? Nach einer Weile wurde der Alte immer schneller, schon wieder. Und sein Glied fing an zu pulsieren.
Auch Rainer spürte, wie sein Glied anfing zu pulsieren. Der Alte griff mit seiner Hand nach der, die er zum Wichsen benutzte, und zog sie weg. Du sollst noch nicht kommen. Der Junge konnte sich nicht anfassen, da eine Hand unter seinem Körper war und der Alte die andere festgepackt hielt. Die Stöße gingen tiefer und kamen härter. Und der Junge ahnte, was gleich passieren würde. Kaum hatte er es gedacht, schon spürte er, wie der Alte in ihm verkrampfte und es von der, von der Spitze abwehts bei jedem Stoß Häuser wurde. Der Alte war gerade dabei, in ihm abzuspritzen. Er kamen noch drei kräftige Stöße. Oh, dann Gott. Bewegte sich der Alte nicht mehr. Der Alte atmete schwer. Dann langsam zog sich der Alte aus ihm zurück. Die letzten paar Zentimeter und die Eichel taten wieder etwas weh, als sie sich aus ihm, als sie aus ihm herausglitten. Es war aber nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Hä? Das war doch das erste Mal. Beim Eindringen dann. Ja, okay. Es war aber nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Als die Eichel des Alten aus dem Jungen heraus kam, spürte er, wie er etwas an deiner Pobacke herunterlief. Das war wohl ein Teil des Spermas des Alten. Der Junge, der unbefriedigt zurückblieb, aber gepackt von dem geilen Gefühl des anderen in ihm, war etwas enttäuscht und frustriert. Oh. Als der Alte die Tasse Tee vor ihn abstellte, erinnerte er sich, wie es war, den Alten von hinten zu nehmen. Er setzte sich ihm gegenüber und lächelte. Rainer, magst du ein wenig Sahne in deinen Tee? Er dachte daran, wie lange er den Alten nun kannte. Er selbst war gerade erst 19 geworden, doch er wusste gar nicht, wie alt der Mann vor ihm war. Ich sehe, du hast einige Fragen. Junge! Ja, okay, ich hab dich gerade gepumpt. Ich sehe, du hast einige Fragen. Ich sehe, du hast einige Fragen. Aber lass mir dir zuerst eine Warnung aussprechen. Und ich sage das nicht wegen mir. Ich habe in meinem Leben viele solcher Sachen erlebt. Und mit 60 ist die Zeit zwar noch nicht rum, aber es spielt auch keine Rolle mehr, wen mich jemand ächten würde. Der Junge sah ihn an. Dir ist klar, dass das, was heute passiert ist, niemand erfahren darf? Du weißt, in welchen Zeiten wir leben und was passieren würde, wen es herauskommen würde. Der Junge nickte. Der Ältere lächelte. Kann das sein, dass das nicht Rainer ist, sondern Rudi und das 1936 war? Also du hast eine Idee. Weiß. Der Alte lächelte und er verstand, dass er jetzt Fragen stellen durfte. Nur wo sollte er anfangen? Warst du nie verheiratet? Der Alte starrte ihn durchdringend an und schwieg mehrere Minuten. Dann lächelte er. Von allen Fragen hatte ich damit als letztes gerechnet. Nein, ich war nie verheiratet. Ich liebe ausschließlich Männer und eine Frau interessiert mich nicht. Als ich in deinem Alter war, waren die Zeiten noch schlimmer als heute.
Wen man als Mann einen Mann liebte, konnte man froh sein, wen man nur ein paar Tage ins Krankenhaus unter Beobachtung kam. Ich habe gehört, in manchen Ländern wird man sogar dafür hingerichtet. Der Junge nickte. In der Schule hatten sie uns mal beigebracht, dass es besonders die Kirche unter Todesstrafe gestellt hatte. Der Alte nickte. Ja, stimmt. Allerdings hat die Kirche sehr schnell an Ansehen verloren, als herauskam, was sie alles mit ihren jungen Messdinnern machten. Dazu kam meist, dass dies auch Minderjährige waren. Och. Der Junge sah, ja, Messdiener, wie alt sollen sie denn sein? Der Junge sah ihn neugierig an. Der Alte blickte ärgerlich zurück. Sehe ich für dich wie ein Kinderschänder aus? Nein, nein. Sicher, ich mag junge Männer, aber ich würde niemanden unter dem volljährigen Alter verführen. Und selbst wenn sie älter sind, so wie du, würde ich ein Nein auch akzeptieren. Ich bin zu alt, um jemanden zu etwas zu zwingen, das er selbst nicht will. Kleiner als drei, zuck, zuck, spritz, lächel, lächel. Darum gibt's kein Eierlikör mehr beim Eiskaffee. Uff, ja, danke schön. Alter, es ist ja... Okay. Weiter? Ja, okay. Danke. Ich bin zu alt, um jemanden zu etwas zu zwingen, das er selbst nicht will. Egal, ob ich dazu in der Lage wäre oder nicht. Ich finde Mädchen sehr anziehend. Der Alte nickte. Das habe ich mir schon gedacht. Wie heißt die Kleine nochmal, die du immer anschaust, wen sie vorbeiläuft? Braun, Eva Braun. Der Junge fühlte sich ertappt. Inge. Da Alte lächelte. Hör mal, ich habe eine Frage. Hat dir das heute gefallen? Und war ich der Erste, mit dem du so etwas gemacht hast? Der Junge überlegte. Also, dass ich jemanden meinen, du weißt, schon reinschiebe oder dass jemand bei mir macht, war mein erstes Mal. Der Alte unterbrach ihn. Dass du weißt schon was, kannst du, wen wir unter uns sind, auch beim Namen nennen. Deinen Schanz Remanden in den Arsch schiebst. Okay. Nach dem, was wir gemacht haben, brauchst du dich bei Worten ganz sicher nicht schämen. Der Junge wurde rot. Jedenfalls habe ich, als ich jünger war, schon einen Frund gewichst. Und er mich. Der Alte nickte. No. So hast du auch schon mal einen Frund gewichst. Aber hallo, habe ich einen Frund gewichst. So was erleben die meisten Jungen und Mädchen. Die ersten Partner sind meist das eigene Geschlecht. Der Junge überlegte. Dann fiel ihm die andere Frage wieder ein. Gefallen hat es mir schon, aber ich bin verunsichert, ob es nicht falsch ist. Der Alte seufzte. Falsch und richtig sind in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Wir leben zwar in Zeiten, in denen wir nicht offen zugeben dürfen, dass wir Männer lieben oder Frauen. Was zu zwingen. Was ein Blödsinn. Das hat doch Albert Fisch auch nicht rangehindert. Richtig, dankeschön. Okay. Wo waren wir? Wir leben zwar in Zeiten, in denen wir nicht offen zugeben dürfen, dass wir Männer lieben oder Frauen sich untereinander, aber falsch oder richtig gibt es nicht. Wen
es dir gefällt und sich für dich gut anfühlt, ist es auch richtig. Das, was der andere sagt, ist scheißegal. Genau, was das Gesetz sagt, ist scheißegal. Was andere sagen, ist scheißegal. Hauptsache, was für dich richtig anfühlt. Mhm. Das ist wirklich, ich glaube, das ist echt Reiners Philosophie eigentlich im Endeffekt. Ja. So handhabt ihr das mit der BLM auch. Was deine Aussage angeht, dass du auf Frauen scharf bist. Nun, es gibt Männer wie mich, die nur auf andere Männer stehen. Und es gibt Männer, wie ich nehme mal an, dein Vater, die nur auf Frauen stehen. Aber es gibt auch Männer wie dich, die auf Frauen und auf Männer stehen. Und auch das ist in Ordnung. Genau genommen hast du sogar das große Los gezogen in unsere Zeit. Du kannst eine Frau lieben und irgendwann heiraten und Kinder zeugen. Oder du amüsierst dich mit anderen Männern, wie dir oder mir, was auch immer dir Spaß macht. Du hast zumindest mehr Zukunft und Auswahl als ich. Das war ein Auszug aus dem Buch, welches immer wieder in dieser Geschichte erwähnt wird. Ah ja, und das sollen wir dann auch kaufen, oder wie sehen Sie das, Herr Wingel? Ja, ja, also das fand ich, muss ich glaube ich sagen, eigentlich mit Abstand das verstörendste Kapitel, als ich das erste Mal gelesen habe. Ja, wenn man es das erste Mal liest, dann liest sich das halt am Anfang wirklich wie eine Vergewaltigung und ist nicht schön. Nee, es ist halt einfach, ich frage mich, wie er auf sowas kommt. Also bei anderen Sachen, da ist es ganz klar, wie das inspiriert wurde. Aber ich frage mich, ob das halt wirklich, ich meine, das wäre eine Sache, die könnte ich mir theoretisch real vorstellen. Der 19-jährige Rainer. Wobei natürlich das Setting ist natürlich komplett utopisch, aber grundsätzlich könnte ich mir das vorstellen irgendwie. Es gibt ein neues Besuchsvideo, weißt du davon irgendwas? Nee. Also das vorhin, ne, das, dieses 45-Sekunden-Ding, das ist ja bekannt jetzt mittlerweile. Müssen wir mal schauen. Das kam gerade, als ihr gelesen habt. Ja, und wo kam das? Ja. 23.03. Mal kurz mal schauen. Momentchen mal. Ist auf Twitter irgendwas? Drachenlord, 23.03. Ah ja, hier, ich sehe es, ja. Ich habe es, 2 Minuten 45. Ja, dann gehe ich aber dafür raus, weil ich ja den Stream gestummt habe, sonst okay. Kriege ich nichts mit. Genau, eben. Dann gut. Grüße an den Chat. Ja, danke fürs Lesen. Kein Problem. Immer wieder total gerne. Da wird gelächelt. Gut. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. So, das können wir uns noch anschauen. Dann switche ich nochmal um. Genau. Da haben wir es schon hochkant gefilmt. Mal gucken. Ganz kurz Disclaimer. Das ist jetzt natürlich nicht zur Nachahmung gedacht. Das ist äußerst schändliches Verhalten, das ihr jetzt natürlich noch nicht sehen könnt, weil ich es noch nicht aktiviert habe. So. Äußerst schändliches Verhalten, das man absolut nicht tun sollte. Ich zeige das natürlich jetzt nur, um auf die böse Art und Weise aufmerksam zu machen, wie hier jemand grundlos gemobbt wird. Das darf auf keinen Fall nachgemacht werden. Ja, das ist also völlig indiskutabel. War dein erster Partner auch gleichgeschlechtlich oder ein Rettich oder der Pfarrer von Emskira? Chen? Es war eine Gurke.
Was ihr hier macht, mich belästigen zum Beispiel. Und gehe ich ja meinen Willen nach dazu. Ich gehe mit meiner Familie. Schau, dass du Land gewinnst, ich will nicht mehr wissen. Mit deiner Familie herkommen und mich belästigen willst. Ja? Alter. Ich hab sie schon vorhin gesehen. Deswegen bin ich vorhin zum Rewe und hab erstmal was gegessen. Das ist nicht dein Grundstück, das weißt du selber. Ehre. Dann wird wohl der erste Molotow-Cocktail auf die Schanze geworfen? Puh, das kann ich nicht beantworten. Also ich werde jetzt nicht sein. Also absolute Ehre hier. Gleich die nächsten Vollidioten. Ist heute kalt das Arschloch oder was? Warum? Warum? Braucht mir nicht immer erzählen, dass ihr nichts wisst, Alter. Hier laufen keine Leute einfach. Ach, herrlich. Ach, Rainer, Ruhe. Ruhe, hält die Schnauze. Hier hat man mir zu sagen, dass Ruhe ist. Los, verpiss dich, du Arschloch. Verpiss dich. Verpiss dich. Du Scheiße. Mal schauen, ob ihr noch lacht, wenn es fertig ist, Alter. Mal schauen, ob ihr dann immer noch lachen könnt. Ich persönlich würde dir dann mal jetzt lachen. Ey, ohne Scheiß, das ist, dass ich Freizeit hab. Wie kann man denn überhaupt noch grinsen, dass man so dumm ist? Ich hab zu arbeiten, ihr offensichtlich ja nicht. Was schaffst du denn? Halt die Fresse, Mann. Halt die Schnauze. Arschloch, Alter. Alter, ist das schön. Du schaust das Land gewinnst, du Arschloch, Alter. Da schmeißt er die Prügel aus. Herrlich, ein Traum. Grenz halt dumm, du Affe. Los, mach deine Kamera kaputt wie der Fenster. Rainer, Ruhe! Depp, Alter. Ach, es ist ein Traum. Ruhe, Rainer. Herrlich. Das ist ein ehrenhafter Ehrenbesuch. Also das muss ich sofort mal liken hier. Ach, ist das schön. Oh. Absolut herrlich. Absoluter Traum. Gut, jetzt muss ich aber langsam zum Ende kommen. Ja, tatsächlich schaue ich BF5 Videos, ja, also Jack Frags kann man sich geben, gelegentlich, ne. Was haben wir eigentlich hier, ist das Airline Passengers Losing Their Shit, okay, wow, cool. Das kann man sich, glaube ich, auch reinstellen, habe ich noch nicht gesehen, aber Maxim Noise, absolute Maske, kann man sich geben. Grüße gehen raus an Imp, genau, Grüße gehen raus an die Rocket Beans und Dr. Oll und Servini. An Max Adlerson, an ZDF History und an mich. Gut, damit war es das heute. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön für alle Spenden. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch jede Woche da seid. Absolut ehrenhaft. Genau, was den anderen Stream angeht, da werden wir mal gucken, ob der wieder zurückkommt. Wenn nicht, dann halt nicht, ja, juckt. Und genau, dann sehen wir uns spätestens nächsten Montag oder auf dem Hauptkanal. 20.000 Abonnenten-Special habe ich abgedreht vor ein paar Tagen. Kerr kocht, also demnächst zu sehen. Die Frage ist nur, wann, weil Schneiden ja, wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ist halt alles nicht so einfach, wenn man halt wirkliche Arbeit hat. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns und ja, haut da rein. Gute Nacht. Tschüss. Ja, Matthias.